Es ist so schön, euch nach so langer Zeit endlich wiederzusehen. Beim letzten Mal war Jogi Löw noch Bundestrainer. Und Corona ein bierähnliches Lauwarmgetränk, das man im Urlaub trinken musste, weil es da nichts anderes gab. Das Wichtigste am heutigen Abend. Wir sind wieder zusammen hier. 1 Live. Köln Comedy Nacht XXL. Endlich wieder Comedy live on stage. Die besten Newcomer, die größten Stars und das großartigste Publikum der Welt. Das ist Europas größte Comedy-Mix-Show. Mit Faisal Kawusi, Miss Ellie, Kristall, Karl Josef, Özcan Kosa, Markus Krebs und Dennis und Benny Wolter featuring Felix Lobrecht. Und hier ist euer Moderator. Er hat viele Namen. Kartoffel, Bratwurst und Fischmeck. Lasst die Halle beben und gebt alles für den einzig wahren, den einzigartigen Bastian Bierdorfer. Guten Tag! Seid ihr schön? Guten Abend, Köln! Oh. Leck mich am Arsch, Köln. Heute Abend holen wir uns zusammen unser Leben zurück, Köln. Das, was wir 2 Jahre nicht mehr gehabt haben. Guck mal, wie viele Menschen hier sitzen. Habt ihr Bock auf diesen Abend, Köln? Oh, wow. Ich meine, ihr habt alle den gleichen Mist mitgemacht. Denkt daran, die Klopapierkriege, die Nudelunruhen, alte Leute, die sich an der DM-Kasse um die letzte Toilettenpapierrolle prügeln. Was wurde in Deutschland plötzlich knapp während Corona? Backhefe. Backhefe. Ganz ehrlich, stellt euch mal vor, die Welt geht unter und die Deutschen denken, wenn ich morgen früh kein Paderborner Landbrot backe, dann raste ich komplett aus. Ey, wirklich, in Deutschland wurden wegen der Corona-Krise knapp Backhefe, Nudeln und Toilettenpapier. In Frankreich Kippen und Kondome. Der Franzose sagt, oh, die Welt geht unter, lass uns noch bumsen. Und der Deutsche so, backen und kacken, das muss ich jetzt. Ja. Ach, das ist schön hier. Ich stelle mich erstmal kurz vor, für die, die mich vielleicht nicht kennen. Mein Name ist Basti Bielendorfer. Ja, ihr müsst jetzt 3 Stunden lang mit dieser Stimme klarkommen. Ich weiß, es ist anstrengend. Mir hat mal jemand unter ein YouTube-Video geschrieben, warum spricht dieser Junge so? Hat der keine Hoden? Ich habe drunter geschrieben, oh doch, aber die sind so schwer, die ziehen an den Stimmbändern. Ja, es ist schwierig. Wirklich. Ich meine, Köln, komm, ich bin vom Schicksal echt verarscht worden. Ich heiße Basti und ich lispel. Was hatte ich denn für eine Chance im Leben? Sagen wir mal ehrlich. Ich meine, mein Vater hat mal gesagt, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, hätten sie mich Sissy genannt. Und für die ersten 3 Reihen besonders bitter. Kennt ihr im Moment bei Netflix The Squid Game? Das hier ist heute The Spit Game. Ich komme bis in Reihe 5. Ich mache euch fertig, wirklich. Das ist aber wie im Delfinarium, wenn der Orca springt. Nass werden ist Teil des Programms. Am liebsten habe ich Brillenträger wie ihn da vorne. Da kann ich die Einschläge sehen, wirklich. Ich hatte es nicht leicht als Kind und ich war, auch wenn ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt, Köln, wenn ihr mich seht, diesen Körper geschlagen aus einem Stück venezianischen Marmor, dieses Gesicht gewebt wie aus Nonnenhänden, aber ich war ein fucking hässliches Kind. Okay, ihr könnt es euch vorstellen. Kennt ihr noch früher den Jungen aus der Schule, der immer das Pflaster auf der Brille hatte? Die arme Sau mit dem Biene-Maja-Pflaster auf einer Brillenseite. Der Junge, der so schlimm geschielt hat, als wenn er geheult hat, ihm die Tränen den Rücken runtergelaufen sind. Ich war der, der von dem verkloppt worden ist. Ja, echt kaum eine Chance im Leben. Aber jetzt
darf ich das hier machen? Und wirklich, ich wurde eben schon gesagt, das ist die Ehre eines Lebens. Ich weiß noch, wie ich da saß, im Publikum das sah und meine Frau zu mir sagte, du wirst da irgendwann auf dieser Bühne stehen. Ich habe mich totgelacht bei dem Gedanken. Und jetzt stehe ich auf dieser Bühne und kack mich ein. Aber es ist trotzdem wunderschön. Und jetzt will ich natürlich auch mal kennenlernen, wen haben wir denn heute hier im Publikum? Sympathische junge Paare. Hier, schau mal in der Mitte. Ihr beiden, hallo. Ihr sitzt aber wirklich in der Todeszone bei mir, ne? Du wirst heute Abend, musst du warm abgeduscht werden. Sag doch mal, ach, guck mal, wie die sich freuen, die Mäuse, dass sie mal angesprochen werden. Was für hübsche Leute. Hallo. Hi, wie heißt du denn? Hallo, hallo, ich bin die Katja. Hi, bist du eine Mario. Handpuppe von Sascha Grammel? Du bist ja süß. Ja. Und er daneben? Ich? Ja, wie heißt du? Fabio. Fabio, hast du gerade vergessen, wie du heißt, Fabio? Ich bin total nervös jetzt. Nein, Fabio, sei ganz ruhig. Keiner sieht dich, ist alles gut. Seid ihr ein Paar, du und Katja? Verheiratet, ja. Verheiratet? Mhm. Gott. Oh, guck mal, wenn sie das schon so stolz sagt. Er hat noch nicht bestätigt, bist du dir sicher? Guck mal, wie lange seid ihr schon zusammen? 13 Jahre. Oh, ein Applaus, komm. Ja. Das ist in der heutigen Welt, wo man bei Tinder von links nach rechts Partner wegwischen kann oder bei knuddels.de irgendjemanden würgen kann, ist das was Besonderes. Wo habt ihr euch kennengelernt, Katja? Über Yappi. Im Bayappi? Bei Yappi? Ist das, ist das so eine Plattform? Lange her. So was wie Parship, aber für umsonst, oder was? Ja. Ah, und es hat funktioniert? Ja, einen guten Fang gemacht. Guten, schau mal, und er die ganze Zeit nur. Ja. Schön, dass ihr heute Abend hier seid. Ein kleiner Applaus noch für Katja. Ah, wie süß. Habe ich ganz vergessen zu fragen, geht deine Frau gerne einkaufen? Selbstverständlich. Hast du gesehen, wie schnell sie gelaufen ist? Ich vergesse gleich noch mal eine Frage. Warte. Ja, geht sie gerne einkaufen? Oh Gott. Meine Frau nennt es übrigens nicht einkaufen. Meine Frau nennt es anders. Ich bin auch schon 17 Jahre mit der gleichen Frau zusammen. Meine Frau hat einen eigenen Begriff dafür. Meine Frau nennt es Bummeln. Oh, Köln. Bummeln. Oh, da zieht sich alles zusammen. Bummeln. Nur Frauen benutzen den Begriff Bummeln. Männer benutzen den nicht. Stell dir mal vor, du sitzt im Wohnzimmer, hast irgendwie Zocks FIFA 22, deine Frau kommt rein und sagt, Schatz, wollen wir bumm? Und du so, ja. Und sie so, Ellen. Und du so, nein. Bummeln. Oh, Bummeln. Wenn sie schon Bummeln mit Bummeln kommt, das Männer benutzen. Habt ihr schon mal Köln? Irgendwo. Zwei ältere Männer, Mitte 60 gesehen, die neben Banda sitzen auf einer Parkbank, keine Ahnung, Köln-Korweiler, und einer sagt so, Karl-Heinz. Ja, Werner? Ich fahre in die Stadt. Was machst du denn da? Bummeln! Nein! Männer gehen nicht bummeln. Männer gehen in den Laden, Buchse an, Buchse aus, auf Wiedersehen. Frauen gehen bummeln. Das ist ein Wellnessurlaub. Und es gibt einen Laden, in den meine Frau sehr gerne bummeln geht, wo ich jedes Mal leide, wenn meine Frau ein H&M betritt. Ja, ich weiß, viele Männer im Publikum wollen jetzt nicken, haben aber Angst, direkt in die Fresse zu kriegen. Es gibt keinen schlimmeren Laden als Partner, wirklich nicht, weil du weißt, in dem Moment, wo du den H&M betrittst, mutierst du in den Augen der geliebten Partnerin zu einer Art gehirnamputierten Golem, dessen Aufgabe es ist, hinter der Herrscherin herzulaufen, mit der Handtasche in der Hand und Kleidungsstücke mit dem Kopf aufzufangen. Und irgendwann, wenn die Königin die Jagd beendet hat, hast du Platz zu nehmen vor der Umkleidekabine. Mit deiner Handtasche auf dem Schoß. Und links und rechts sitzen die ganzen anderen Jungs. Alle mit einer Handtasche auf dem Schoß. So dass man von außen sagen könnte, ach guck, ein schwules Kaffeekränzchen. Und liebe Damen, achtet bitte mal darauf, was euer Mann in diesem Moment nicht mehr tut, wenn er da Platz genommen hat. Er spricht nicht mehr. Das liegt nicht daran, dass wir Männer dann irgendwie Probleme mit den Stimmbändern haben, sondern, dass wir uns in diesem Moment so kastriert fühlen, dass wir lieber auf unser Handy starren. Die Männer, die kein Handy dabei haben, starren auf ihre Handfläche. Ich war letztens mit meiner Frau im H&M, ich hatte gerade Platz genommen, die Königin war in der Umkleide verschwunden und rechts daneben öffnete sich eine Umkleide und eine junge Dame trat heraus. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Meine Oma hätte gesagt, die war gut über den Winter gekommen. Ein properes Mädchen, ja. Da war schon zweimal der Frost drüber gegangen.
tat ja nichts, aber sie hatte sich trotz dieses Umstandes eine hautenge Schlangenleder-Leggings angezogen. Köln, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber die Anaconda hatte bereits gefressen. Und sie schaute zu dem Golem rechts von mir und sagte, Marco, guck mal, wie findest du die? Und ich denke nur, hör mal, Schatz, da schneide ich heute Abend der ADAC raus, ne? Und Marco neben mir machte diesen fundamentalen Fehler, den Männer immer machen. Er guckte auf sein Handy und seine Augen gingen hoch, aber sein Gehirn ging nicht mit. Und er schaut hoch und sagt allen Ernstes, Jessica, mit deinen Stampfern kann man das nicht tragen. Und das komplette schwule Kaffeekränzchen, okay. Und jetzt saß Marco alleine in der Todeszone. Und er hätte noch eine Chance gehabt, sein Leben zu retten. Indem er gesagt hätte, oh Schatz, ich hatte einen Hirnschlag, du bist die Schönste überhaupt. Aber er schob einen Satz von einer solchen Schönheit und Philosophie hinterher, wie er nur in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, der Stadt der Dichten und Denker, überhaupt gesprochen werden kann. Er sagt allen Ernstes, ich möchte, dass ihr euch diesen Satz heute Abend noch auf ein Kissen steckt. Er guckt hoch und sagt allen Ernstes, tja, am Arsch, da wird die Ente fett, ne? Köln, ich kann euch sagen, dieser Anaconda konnte auch würgen. Ah. Ihr seid so schön, es ist so toll hier zu sein. Es ist so, wir kommen jetzt zum ersten Künstler des heutigen Abends. Oh ja, Köln. Aber vorher möchte ich, einmal, weil ich jetzt so böse Witze über Frauen und Einkaufen gemacht habe, jetzt machen uns die Männer im Saal mal bitte vor, was ein richtiger Applaus ist. Und dann möchte ich mal gucken, was die Ladies leisten können. Und ich kann den Jungs jetzt schon sagen, legt mal ein bisschen vor, ihr habt eh keine Chance. Jungs, seid ihr bereit für den ersten Künstler des heutigen Abends? Kannst nichts sagen? Das war doch ganz gut für einen Akkordeonabend im Altersheim. Mir gut gefallen. Und wenn ich jetzt bitte, nur die Frauen, den ersten Künstler des heutigen Abends zu begrüßen. Er ist ein Mann, der solche Hallen hier als Previews spielt, der schon überall unterwegs war, der einen unglaublich kometenhaften Aufstieg hingelegt hat und der nebenbei immer noch ein wahnsinnig netter, demütiger, toller Mensch ist. Ich kenne ihn schon viele Jahre und es ist mir eine Ehre, ihn heute ankündigen zu lassen. Bitte, meine Damen, gebt alles, und ich meine alles, für den ersten Künstler des heutigen Abends, Kristall! Köln, seid ihr da? Bam! Hallöchen! Ich hab richtig Gänsehaut. Hi, Katja. Man kennt sich. Geil, wir alle lachen, nur einer neben ihr gerade nicht so. Aber ist länger her. Ich lass das jetzt, er guckt mich ganz schön böse an. Ey Leute, ich kann euch sagen, wir sind alle hier, die heute hier auf der Bühne stehen werden, wir sind alle so aufgeregt. Basti war auch so, der hat sich wirklich hinten eingeschissen, aber nicht so, haha, ich scheiß mich an, er hat sich wirklich ihm eingeschissen. Ja. Und er kommt hier raus und rockt von Sekunde 1 den Laden. Basti Bielendorfer, was für ein geiler Moderator für so eine Show hier. Mann, Respekt. Und ich kann euch auch eins sagen, ich habe mit allen gesprochen. Jeder und jede, die heute hier auftreten werden, die wollen nur, dass wir heute den geilsten Abend haben, den wir jemals erlebt haben. Deswegen frage ich euch noch einmal und dann fange ich auch an, hoffentlich witzig zu sein. Köln, seid ihr da? Schön. Ich möchte direkt am Anfang einen raushauen. Es ist tatsächlich, ich habe eine krasse Info für euch. Es ist, ich war sehr lange, war ich alleine, das wisst ihr. Und ich bin neuerdings vergeben. Drei Leute, der Rest ist mir scheißegal, Dicker. Ja. Und ich habe festgestellt, in der Beziehung ist es wichtig, dass man den gleichen Humor hat und wir haben den gleichen Humor, ja? Sie findet mich nicht witzig, ich finde sie nicht witzig, perfekt. Ey, wir erleben Sachen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war letztens im Badezimmer, so wie immer, ich stehe morgens auf, ne, gucke in den Spiegel, ja, hab kurz gewürgt.
Ja, mach das mal mit dem Gesicht. Jeden Morgen, hey, okay, alles klar. Und dann habe ich mich rasiert, mit so einem Nassrasierer eine halbe Stunde lang. Rasiert, habe ich irgendwann das Plastik abgenommen, dann ging's auch. Das sind immer die Vollbärtigen. Und dann kam sie um die Ecke. Was machst du da? Habe ich gesagt, ich rasiere mich. Hat sie gesagt, und, hast du dich von beiden Haaren verabschiedet? Auch mit dem Lachen. Und dann fragt sie mich, wie geht's eigentlich deinem Rasierer? Warum? Der ist bei dir in Kurzarbeit. Ja, solche Bartgags, Alter, was soll das denn? Und ich sag euch ganz ehrlich, dann habe ich halt keinen richtigen Bart. Das ist die Wahrheit. Ich werde niemals einen richtigen Bart haben. Ich lebe damit. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, ich fänd's auch lächerlich, wenn zwei Leute in der Beziehung einen Bart tragen. Von daher... Drei Assis, jawohl, gibt's hier! Ja, meine Freundin heißt Wolfgang und... Spaß. Ist der Manni, auf jeden Fall. Haben uns wirklich aber richtig geil kennengelernt, das kann ich euch sagen. Es war wirklich richtig cool, es war vor anderthalb Jahren ungefähr, es war kurz vor dem C-Wort, was wir heute nicht sagen dürfen. Und ich war feiern. Und das Ding ist, ich war gar nicht auf der Suche, ich wollte einfach nur Spaß haben. So wie heute, oder? Wir wollen doch einfach nur Party machen, wir wollen doch gar nicht mehr. Wir wollen einfach nur entspannt Spaß haben, oder? Und ich war, ja, lasst es ruhig raus, ihr habt es nicht verlernt. Und ich kann euch sagen, ich bin so abgegangen, ey. Ich war im Club und dann ging's richtig ab. Ich direkt so... Nehmt mal alle die Arme nach oben! Das war euer Part! Pass auf, Sex Sells, ich mach's nochmal. Ihr müsst machen! Ich zieh das so lange durch, bis es hier vorbei ist. Und. Köln rockt. Ja, so war das. Und ich war voll so in meinem. Hab mir selber an den Titten rumgespielt. Ich war so da, Alter, wirklich. War richtig. Und dann hab ich sie plötzlich gesehen und mein Herz war plötzlich so. 3, 2, 1. Oh. Und dann bin ich hingegangen. Mit meinem. Wow. Und dann bin ich hingegangen. Du warst noch beim Lied, ne? Grüß dich, Chantal. Auf jeden Fall. Guck mal, 3 Jazz, Chantal. Ich bin zu ihr hingegangen. Und dann habe ich ihr ein Gedicht um die Ohren gehauen, dass ihr gleich gar nicht anders könnt, als zu sagen, oh. Echt, mir schießt selber schon die Milch ein. Pass auf. Erstmal habe ich natürlich Hallo gesagt, also ich habe gesagt so, hä? Ich war besoffen. Ja. Und sie hat auch Hallo gesagt so, hä? Da wusste ich, das passt. Und habe ich zu ihr gesagt, ich glitzere wie ein Vampir. Und fliege für dich durchs ganze All. Diese Wampe ist ganz dir. Ich bin heute dein Kristall. Seht ihr? Ja, sie hat auch cool reagiert. Sie hat mich angeguckt. Du bringst meine Sinne schnell zum Beben, doch ich muss mich leider übergeben. Und heute sind wir zusammen. Ja, danke ihr beiden. Aber es ist wirklich, es ist so cool. Dann ist irgendwie anderthalb Jahre ist man natürlich jetzt irgendwie zu Hause. Und Corona, ich sag's jetzt einfach mal, hatte natürlich auch für Beziehungen einen riesen Vorteil und einen riesen Nachteil. Der riesen Vorteil war, man sieht sich jeden Tag. Und der Nachteil ist, man sieht sich jeden Tag. Jeden verfickten Tag. Weißt du, die will sogar mit mir zusammen einschlafen. Es ist aber auch übertrieben. Jeden Tag, aber die hat mich auch an wichtige Sachen erinnert. Ne, bring mal den Müll raus, war toll. Ja, und es ist natürlich so, wenn man sehr viel zusammen ist, habe ich festgestellt, auch bei Freunden um uns herum, viele haben auch aus lauter Langeweile, glaube ich, gebumst. Alle um mich rum kriegen gerade Kinder. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wer ist gerade irgendwie vor kurzem irgendwie, weiß nicht, Eltern geworden? Seht ihr alle? Es ist so krass. Natürlich fragen auch immer wieder Leute, und wie ist es bei euch so mit Kindern? Habt ihr Bock? Und ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, heute bin ich nur Real Talk.
sagen jetzt mal, Real Talk, ey, ich bin selber noch ein Kind. Ganz ehrlich, ich pupse und ich freue mich. Aber nicht so heimlich, in der Stadt, ich. Oh, du bist so peinlich hier. Guck mal, nix peinlich, riech mal. Und du wolltest keinen Döner essen, nimm mal eine Nase. Ich hab so Angst vor diesem, ich hab so dieses klassische Horrorszenario, hab ich richtig vor Augen. Weißt du, mit Frau und Kind im Auto, du fährst einkaufen, dann geht's direkt los. Ich hab Hunger, ich muss mal, wann sind wir da? Beim Einkaufen, ich will das haben, ich will das haben. Wir haben gesagt, nur eine Sache, ich will das haben. Ja, und dann kommt das Kind noch dazu. Habt ihr Klatschen verlernt oder wollt ihr nicht? Ah, war nur Spaß. Aber alle um mich rum kriegen gerade Kinder. Ein Kumpel von mir ist gerade Vater geworden und ich weiß noch, vor einem knappen Jahr kam er zu mir. Ich muss aufhören zu gehen, ich krieg keine Luft. Ihr denkt, ich spiele dick sein. Nein, ich lebe es. Vor einem Jahr kam er zu mir mit einem Ultraschallbild. Der war voll stolz. Das erste Ultraschallbild. Und dann guck ich mir das an und ich so, ah. Und er so, und? Und ich so, ah. Eine Bohne, krass. Und er so, nein, das ist mein Kind. Ich sag, ah. Da hat er mich gezwungen. Sag jetzt was Nettes. Und Leute, dann höre ich mich selber sagen. Sie hat dein Auge. Und er so, Dankeschön. Ja. Aber es ist wirklich, keine Ahnung, mit dem Kinderkriegen und so. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde Kinder wirklich richtig cool. Ja, die Eltern regen mich eher auf. Es gibt so dumme Eltern, Entschuldigung. Ja, ich will mich nicht in die Erziehung von Menschen einmischen, aber doch. Wie oft Eltern einfach ausrasten. Vor kurzem war ich auf Ibiza am Flughafen, okay? Und dann stehe ich da an diesem Kofferband und dann wartet man auf den Koffer. Warum? Weil die sind noch nicht da. So, was machen Kinder? Denen ist langweilig und dann laufen die da rum. So what? Ey, da war ein Kind, das ist auf dem Kofferband mitgefahren. Durch den Tunnel. Der kam gescannt wieder raus. Und ich so, geiler Typ, er lebt meinen Traum. Die Mutter ist völlig ausgerastet. Malte Frederik Bonifatius. Ja, wie heißt der? Die hat die wieder angebrüllt. Malte Frederik Bonifatius. Du kommst jetzt sofort von die Kofferband runter. Sonst nehmen dich andere Menschen mit und du kommst nie mehr zu uns nach Hause. Wo ich nur gerufen habe, tu es, Malte, tu es. Es ist deine letzte Chance. Toi, toi, toi. Ey, so Eltern, die immer ausrasten. Das sind auch die gleichen, die ja beim Elternsprechtag da sitzen. Ich weiß nicht, warum der so aggressiv ist, der Wichser. Reden wir noch von ihrer Tochter? Na sicher! Wow. Es gibt aber auch das Gegenteil. Es gibt so richtig so weiche Eltern. Die sind viel zu weich. Also nicht, weil sie fett sind, sondern einfach... Das wäre auch geil. Du bist viel zu weich, aber stolz drauf. Den merke ich mir, der war gut. Weich. Ja. Nein, mein Kumpel zum Beispiel, hier, Dr. Bohne. Ja, ich war vor kurzem bei dem, Kind gucken, macht man wohl, Welpenstreicheln, keine Ahnung. Und dann komme ich bei dem rein, alles voller Watte. Alles, die ganze Bude. Warum? Warum? Das Kind ist eine Woche alt, das liegt da. Nein. Es kann nichts, es liegt. Wie soll sich das Kind den Kopf stößen? Nein. Hunger. Schläft. Mehr passiert da nicht. Ey, selbst an der Deckenlampe war Watte. Ich sag, warum, Digga? Sagt er, ja, wenn sie sich da den Kopf stößt. Hab ich gesagt, Digga, wenn sich deine Tochter an der Deckenlampe den Kopf stößt, dann hat sie das auch verdient. Und was für Namen mittlerweile gegeben werden, Freunde. Wisst ihr, wie die heißt? Alexa Fiona. Ich sag, du nennst dein Kind Alexa? Ja, warum denn nicht? Ey, stell dir mal vor, du rufst deine Tochter und der Fernseher geht aus. Alexa, pum, scheiße. Und ich möchte mal ganz kurz eine Testfrage stellen. Ganz kurz mal, wo sind die Mütter heute? Hello Ladies! Eine Frage, welche von den Müttern würde den Vater alleine mit dem Kind zu Hause lassen? Hat aber kurz gedauert, ne? Ja, ich kann euch nur sagen, liebe Mütter, tut das nicht. Ich habe mit meinem Kumpel alleine auf Alexa aufgepasst. Alter! Der war richtig assi und ich erzähle das nur, weil es wirklich passiert ist, okay? Irgendwann habe ich gedacht, komm, ich bin mal nett. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich Alexa auch mal auf den Arm nehmen? Da guckt er mich an und sagt, nein, da warte ich, bis sie weint.
Und ich so, wie assi ist das denn? Guckt er mich an, wirklich passiert. Nee, nicht assi, ich weiß nur nicht, wo ich sie hingelegt hab. Alter, dann ging's los. Alexa, boom, Fernseher wieder an. Voll krass. Aber ich habe in dieser ganzen Zeit, in diesen anderthalb Jahren jetzt, wo wir eigentlich nichts machen konnten, ich muss mal überlegen, es gab Zeiten, es ist nicht lange her, da konnten wir nicht hinfliegen, wohin wir wollten. Alle wollten noch irgendwie raus und wir durften es nicht. Das war voll krass. Und jetzt dürfen wir es wieder. Allein der Abend hier, ich habe durchgehend Gänsehaut. Wirklich. Auf meinem Schweinespeck habe ich Gänsehaut. Und ich bin so stolz, dass wir es heute hier machen können. Es ist einfach so wunderschön. Echt. Ja, dürft ihr ruhig. Ist okay. Und ich habe gerade, was Urlaub angeht, ich habe überlegt, ich will wieder in den Urlaub. Das ist aber voll Quatsch. Das letzte Mal, als ich im Urlaub war, war ich auf Malle. Und da habe ich Cluburlaub gemacht. Wer von euch, wer macht gerne Cluburlaub auf Malle? Da sind die Assis. Alter, am Flughafen siehst du ganz genau. Du musst doch nicht mal am Gate sein. Du siehst ganz genau, wer nach Malle fliegt. Das sind die Leute mit ihren witzigen T-Shirts. Ey, da war so eine Mädelsgruppe, da stand auf den T-Shirts, die Bad Harzburger Schnapsdrosseln Malle-Tour 2019. Susi Finjara München am Ballermann. Prost, ihr Säcke, Prost, du Sack. Ey, Leute, noch ein Wort mehr, dann wäre es kein T-Shirt mehr, dann wäre es ein Buch. Und dann bist du im Flugzeug, setzt dich hin, neben mir eine Rotze voll. Das geht ja schon los in Deutschland. Fragt er mich, fliegst du auch nach Malle? Ich sag, nee, Dicker, ich flieg nach Moskau. War dem scheißegal, der hat angestimmt, aber scheiß drauf, Moskau ist nur einmal im Jahr. Ihr wart alle da. Ja. Sind wir auf jeden Fall losgeflogen, war alles cool, sind gelandet und dann war ich wieder am Kofferband. Und das Ding ist, Erwachsene sind ja total strange am Kofferband, weil alle stehen da vorne, so weißt du richtig so, hey, wo ist mein Koffer, wo ist mein Koffer, wo ist mein... Was denken die, dass das nicht kommt, wenn da... Ist da Strom oder was ist das hier? Da war ein Typ mit seinem Kopf in der Luke drin. Da hab ich gesagt, Digga, geh doch gleich rein, hol den Koffer selber raus. Und der geht da rein. Kommt raus ohne Koffer, aber Malterik Fredrik Bonifatius auf dem Arm. Oh mein. Und ich sage euch, Leute, Cluburlaub, das Schlimmste am Cluburlaub sind die Animateure. Wer von euch mag Animateure? Warum? 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 Warte mal ganz kurz. Warte. Nee, warum? Warum? Darum. Sehr gut. Animateure, die sind richtig schlimm, Alter. Und das Ding ist, als ich da zum Bus gegangen bin, da haben die Animateure schon auf mich gewartet. Und die drehen da völlig durch. Die verkaufen dir Scheiße für Gold. Da guckt er mich an. Herzlich willkommen im Club La Patata. Da, wo der Urlaub Urlaub macht. Ich direkt. Sein Kumpel daneben. Du bist doch. Du bist doch. Da. Ich sag, Digga, ist okay. Also, da verdammt. Der ist völlig durchgedreht. Darf er bei uns in den Club? Darf er bei uns in den Club, wo ich gefragt habe, darf er dir in die Fresse hauen? Er darf dir in die Fresse hauen! Und der direkt, nee, ey, alles cool, ey, ich bin der Pascal, aber meine Freundin nennt mich Paco. Ich sag, pass mal auf, Spacko. Fahren wir noch ins Hotel oder findet der Urlaub hier statt? Nein, geh ruhig rein. Die sind immer so, die können nicht normal sagen, ey, geh rein. Ich setz mich in den Bus, ja, neben mir der Typ aus dem Flugzeug. Das ist ja gar nicht Moskau. Der war so voll, der hatte schon Prozente, Alter. Dann kam Spacko vorne rein. Hey, Leute, habt ihr Bock auf unseren Clubtanz? Kennt ihr den Clubtanz? Wo alle am ersten Tag sagen, boah, sind die peinlich. Und am zehnten Tag, da, 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 da. Ein erwachsener Mann steht vorne mit dem Mikro im Bus und singt, ob es regnet, stürmt oder schneit, im La Patata haben wir eine geile Zeit. Und ich, halt dein Maul. Und er so, Chris, geiler Groove, fick dich, Alter. Und dann bist du im Hotel, 8 Uhr morgens war's, und dann kommst du nur noch in dein Zimmer. Und ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Spacko hat mich gerochen. Also wirklich, ich hab echt gestunken. Ja. Und die sind da voll aufgedreht immer, ne? Ob es regnet, stürmt oder schneit. Ich weiß, was bei dem schneit. Ja, morgens, heute wird ein geiler Tag. Oh, ob es regnet, stürmt oder schneit. Der hat mich direkt gesagt, hey Chris, suchst du eine Beschäftigung heute? Ey, Bogenschießen, Billard, Boccia, Volleyball, Basketball, Fußball. Digga, heute wird's richtig geil. Kochen, reiten, haha. Ich sag, Digga, ist das hier ein Arbeitslager oder was? Ich mache nur ein Angebot. Muss das woanders? Dann habe ich gesagt, ich gehe an den Pool. Ah, cool, an welchen gehst du denn? Habe ich gesagt, ich nehme den mit Wasser, da bin ich krass. Ich muss mich wieder beruhigen.
bin ich am Pool, leg mich hin, mach die Augen zu, kommt Uschi vorbei. Die Animateurin vor Ort. Hey, morgen, moin, buenos dias, wir spielen jetzt Bingo. Wo ich auch ganz ruhig mit meiner Gelassenheit gesagt habe, nein, das tun wir nicht. Geh weg, Bingo Uschi. Und Leute, jetzt habe ich einen Tipp für euch. Es gibt einen Ort im Hotel, an dem die Animateure nicht hingehen dürfen. Und zwar? Bitte? Klo? Stimmt. Wusste ich? Scheiße, du hast mir gerade die Nummer kaputt gemacht. Ah. Ja, Freunde. Du hast aber wirklich recht, das wäre auch wirklich kacke, oder? Du bist gerade auf Klo. Oh, endlich Ruhe, geht die Tür auf. Ob es regnet, stürmt oder wie kriege ich jetzt den Bogen? Ja, Leute, also wie ihr alle wisst, es gibt tatsächlich zwei Orte in einem Hotel, wo Animateure nicht hin dürfen. Klo weiß jeder. Und dann gibt es noch den Nacktpool. Und dann bin ich da hingegangen, an den Nacktpool. Wer von euch ist gerne nackt? Wer ist gerne am Nacktpool? Das waren mehr als vorher. Wer ist gerne nackt? Nö. Am Nacktpool, doch, das bin ich. Ja. Nur gucken. Das sind meistens dicke, damit man den Penis nicht sieht. Das ist wirklich krass. Nein, wirklich. Oh, Leute, können wir ehrlich sein? Ich weiß, ich bin nicht Brad Pitt. Aber ich war da in den Top 10. Ey, da standen wirklich, da waren Rentner am Pool. 5 Stück in der Reihe. Und die standen da. Und das ist ja, wie sagt man das? Naja, solange die Glocken noch läuten, ist die Kirche nicht aus. Also, die lassen bauen. Also, wenn du am Strand 3 Spuren siehst, weißt du, hängt. Und ich sitze da so am Anfang so. Oh, und das kommt ja zu so einem. Oh, und dann kriege ich so strange Gedanken. Ich hatte wirklich irgendwann Angst, dass einer der Rentner ganz links sein Ei nimmt und dann so klack, 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 klack. Das wäre schön, so ein Geduldsspiel. Klack, 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 klack. Abends ging es noch richtig ab am Buffet, wo du dich um ein Kotelett prügelst, Alter. Nein, ich wollte das haben. Ey, da kam eine Frau mit so einem Tablett. Ich habe gedacht, die ist vom Catering-Service, so viel hatte die. Und dann saß ich da und hab gegessen und da war eine Frau neben mir aus der Pfalz. Und die war ganz stolz zu mir so, hey, hallo, oh, ich bin so stolz. Meine Bianca, oh. Hallo. Ich so, ich hab dich schon gehört, aber ich hab dich absichtlich ignoriert. Oh, ich bin so stolz auf meine Bianca. Die spielt heute bei König der Löwen mit. Mhm. Was spielt die denn? Sie ist die Gazelle. So. Und dann war ich abends bei diesem Musical. Ja, König der Löwen, die spanische Edition, ne? Hola, Cebeña. Ist geil, ne? Hola, Cebeña, para siente, mi comandante. Buenos días de la noche. De la casa, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Buenos días, ich lasse baumeln. Ich stehe gern am Nacktpool rum. Das war improvisiert, Leute. Nehmt das, Freunde. Nein, Spaß, hört auf. Ich muss fertig werden. Pass auf. König der Löwen. Ich muss fertig werden. Ich will eine Uhr suggerieren, aber ich bin zu arm. Auf jeden Fall war da König der Löwen, Hola Cebeña. Dann kam die Gazelle, Bianca. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn die eine Gazelle ist, bin ich eine Amöbe, aber 100%. Mama, ich bin so leichtfüßig, dong, dong. Ja. Aber dann kam Spacko irgendwann auf die Bühne und hat gesagt, hey, buenas noches, jetzt kommt das große Finale, la grande finale, seid ihr bereit? Und die drei Leute, hey, ja, voll. Und dann fängt er plötzlich an, jetzt rastet aus, hier sind die Chippendales. Und ich so, boah, krass. Von wegen Chippendales, die Rentner vom Nacktpool. Klack, 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 klack. Vielen Dank, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.
Kristall! Basti Biendorfer! Kristall! Oh, okay. Wow. Ohne Scheiß, wir haben ja vor zwei Abenden schon eine Nacht in Oberhausen, eine XXL-Nacht gehabt. Die fühlt sich jetzt ein bisschen an wie die L-Nacht, weil, Alter, seid ihr scheiße heiß, Köln. Wirklich. Wow. Oft fragen Leute ja, wie wird man denn überhaupt das, was ihr da auf der Bühne macht? Also wie wird man jetzt Comedian? Das ist ja jetzt nicht so ein Ausbildungsberuf, ne? Also Animateur vielleicht, aber nicht Comedian. Ist kein Ausbildungsberuf. Und in meinem Fall geht es wirklich auf eine Stunde meines Lebens zurück. Eine einzige Stunde hat, sagen wir mal, überhaupt erzeugt, dass ich heute hier auf dieser Bühne stehen darf. Eine Stunde Fernsehen. Ich stand nämlich vor, oder saß vor mittlerweile fast 10 Jahren mal als Kandidat bei Wer wird Millionär? Könnt ihr googeln, ist wirklich wahr. Und die erste Frage, die immer kommt, wenn ich das erzähle, ist, was hat er denn gewonnen? Haltet euch fest, Köln. 32.000 Euro. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen verlogenen Scheißapplaus. Wir wissen, 32.000 Euro ist der Bereich, wo wirklich niemand beeindruckt ist. Das ist der Bereich, wo man denkt, ja, gut, richtig dumm ist er nicht, ne? 32.000 Euro ist so 3 Monatsmieten in Köln. Oder wie mein Vater sagen würde, 32.000 Euro, Bastian, das ist die Summe, die auch unser Hund erspielt hätte. Und er hat es gesagt, live im Fernsehen, weil er war mein Telefonjoker. Ist wirklich wahr, ich habe da in der Mitte gesessen, alles ist bei Wer wird Millionär so, wie ihr es aus dem Fernsehen kennt. Die Lichter, die Musik, Günther Jauch einem gegenüber, der ist so dünn, ne? Meine Oma wird dem direkten Mettigel in den Mund rammen. Boah, aber ein netter Bursche, ne? Und ich habe da gesessen, ich habe mich okay geschlagen. Bis zur 8.000-Euro-Frage, die lautete, die Renaissance ist die Wiedergeburt, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich meine, ich bin ein Lehrerkind, ich bin einfach sehr klug. Habe ich ja auch angeguckt, habe gesagt, ah, ja auch, da brauche ich gar keine Antwortmöglichkeiten. Barock. Vielleicht kennt ihr das, wenn Günther ja auch ganz subtil versucht, einem zu vermitteln, dass was nicht richtig ist. In meinem Fall sagt er, das ist nicht richtig. Gedacht, okay, vielleicht soll ich dann jetzt mal jemanden anrufen. Das ist richtig. Und dann habe ich meinen Vater angerufen. Das Gespräch mit meinem Vater ging zu Recht in die Geschichte des Fernsehens ein, weil ihr müsst euch vorstellen, die Stimme des Telefonjokers kommt wie das Schellen auch aus der Decke des Studios. Also so, als wenn man mit dem lieben Gott telefonieren würde. Was im Falle meines Vaters ziemlich passend ist. Und die hatten, jeder Telefonjoker bei Weltmeer kriegt ein eigenes Handy, und das merken wir uns jetzt, auf dem nur Günther Jauch anrufen kann. Und sie hatten zu meinem Vater gesagt, Herr Bielendorfer, lassen Sie 3-mal schellen, ist spannender fürs Publikum. Dann glauben die Leute, sie gehen vielleicht nicht dran. Mein Vater, ja, ja. Und dann trat dieser kosmische Moment ein, dass ich die Hilfe meines Vaters brauchen würde. Ich rufe zu Hause an und es schellt aus der Decke des Studios und es schellt und es schellt und es schellt und mein Vater geht nicht dran. Jauch guckt mich an und sagt, das hatten wir auch noch nie. Dann habe ich Jauch gebeten, ob wir nochmal anrufen könnten, weil es sein könnte, dass mein Vater mit der Bedienung des Telefons überfordert ist. Ihr lacht, es war wirklich so, mein Vater hatte dieses Handy genommen, auf seinen Arbeitstisch gelegt und hat darauf gestarrt, wie ein Dobermann auf die Wurst. 6 Stunden lang. Und als dann der Moment eintrat, dass sein Sohn seine Hilfe brauchte, schellte dieses Handy und hatte einen durchgehenden Klingelton. Und mein Vater sitzt davor, guckt drauf und denkt, das schellt nicht 3-mal, das kann nicht Günther Jauch sein. Und geht nicht dran! Ich hab fast abgekackt! Und als wir dann nochmal anriefen, schellte es gar nicht aus der Decke des Studios, sondern man hörte nur das hier. Das war das Telefon, das meine Mutter, die schon vor dem Büro meines Vaters saß und dachte, der baut wieder Scheiße. Weil die hatte gehört, dass es geschellt hat, aber auch, dass keiner drangegangen war, vom Tisch gerissen mit den Worten, Robert, geh dran,
Mann, Pump, an seinen Kopf geprügelt hatte. Und das Nächste, was man hörte, war das, was man immer hört, wenn man mit meinem Vater telefoniert, weil er sich das Handy faktisch in den Hals hält, hörte man plötzlich aus der Decke des Studios Darth Vader mit Asthma. Und Jauch stellt die absurdeste Frage aller Zeiten. Herr Bielendorfer, haben wir Sie gestört? Und mein Vater sagt, ein wenig, Herr Jauch. Ein wenig, Herr Jauch. Ist nicht so, dass Günther Jauch dreimal die Woche bei uns anruft? Hier ist der Günni, habt ihr Bock auf Minigolf oder so? In der Geschichte der Menschheit ruft der bekannteste Moderator Deutschlands einmal bei uns zu Hause an. Und mein Vater sagt, Sie stören mich ein wenig, Herr Jauch. Dann klärte Jauch meinen Vater darüber auf, dass ich gerade bei der 8.000-Euro-Frage Hilfe brauchte, worauf mein Vater von 9 Millionen Zuschauern sagte, 8.000 Euro und der Junge braucht schon Hilfe. Ich glaube, der ist adoptiert. In dem Moment hätte ich es mir gewünscht. Und jeder von euch kennt die Show. Man hat nur 30 Sekunden mit dem Telefonjoker. Also hatte ich zu Hause mit meinem Vater geübt. Ich stelle die Frage, er gibt die Antwort, dann haben wir noch Zeit zu quatschen. Weil der klassische Fehler, den alle machen, ist, ja, wie war's denn auf Nordalmai mit Tante Erika? Zeit um. Das heißt, ich hatte gesagt, Papa, ich stelle die Frage, du gibst die Antwort, dann können wir noch labern. Dass mein Vater bei 8.000 Euro keine Antwortmöglichkeiten brauchen würde, war klar, weil mein Vater ist kein Mensch, der ist Papapedia, den kannst du aus dem Koma hochholen und der furzt die Antwort, lächerlich. 8.000 Euro Frage, macht er nicht mit dem Hirn, das macht er mit der Milz, gar nichts für den. Und dann saß ich da, starrte hoch in die Studiodecke, hörte nur... Und ich brülle hoch durch das Atmen des dunklen Lords. Papa, die Renaissance ist die Wiedergeburt. Und mein Vater so, Antike, Bomm und Licht auf. Sekunden noch auf der Uhr. Jauch guckt mich an und sagt, das hatten wir auch noch nie. Dann fragte Jauch mich, aus was für familiären Verhältnissen ich denn stamme. Eine berechtigte Frage, nachdem er den Herrscher des Todessterns kennengelernt hatte. Dann habe ich ihm erzählt, Lehrer, Kind, Stufe 3, alle in meiner Familie waren Lehrer, Eltern, alle Großeltern. Und man merkte ein gewisses Mitleid im Publikum aufkommen. Und dann habe ich auch gesagt, Herr Jauch, ich habe auch ein Buch über das Leben von Lehrerkindern. Das Manuskript ist schon fertig. Das liegt bei mir zu Hause auf dem Tisch. Das muss nur noch gedruckt werden. Ich brauche nur noch einen Verlag. 4 Wochen später, ich sitze bei meinen Eltern auf der Couch. Links von mir Mutter tut sie Prosecco rein, rechts von mir Vater mit Erdnussflips. Und wir gucken zusammen die Ausstrahlung von Wer wird Millionär. So lange dauert das, bis das ausgestrahlt wird. Ich mache den Fernseher an und mein Vater neben mir, ruhig jetzt, gleich komme ich. Ich glaube, ich komme sympathisch rüber. Und ich sage, ja klar, Papa, verglichen mit wem? Hitler? Und dann war RTL so großzügig, alles, was ich euch gerade erzählt habe, komplett in der Sendung zu belassen. Die haben gedacht, warum soll Familie Bielendorfer überhaupt noch mal ohne Tüte über dem Kopf das Haus verlassen? Und ich sehe mich selber spielen bis zu dem Punkt, wo ich im Fernsehen sage, Jauch, ich habe auch ein Buch über das Leben von Lehrerkindern. In dem Moment schellt bei meinen Eltern im Wohnzimmer das Telefon, weil die stehen im Telefonbuch und der Chef vom Piper Verlag ist dran und sagt, Herr Bielendorfer, wir haben Sie gerade gesehen. Bitte schicken Sie uns sofort das Manuskript. Ihre Familie ist so bekloppt, da machen wir einen Bestseller draus. Ja, Köln, es gab da ein winzig kleines Problem, aber das war nicht weiter bedeutsam. Ich hatte nicht eine Seite von dem Scheißbuch. Ich habe gedacht, kann nichts passieren, kannst du doch mal erzählen. Was soll schon passieren? Mein Vater neben mir auf der Couch, du bist hart am Arsch, Sohn. Dann habe ich meinen heutigen Verleger gebeten, ob sie mir das Wochenende Zeit geben könnten, damit ich meine Unterlagen sortiere, auf Deutsch das Buch schreiben. Dann habe ich wie ein Geisteskranker an einem Wochenende 100 Seiten geschrieben, dahingeschickt. Das Buch erschien, war am Anfang ein kompletter Flop und plötzlich auf Platz 1 der Bestsellerliste und das meistverkaufte Buch des Jahres. Ich bin reich. Und leider nein. Aber heute ist es so, immer wenn mich jemand diese Frage fragt, wie
schafft man es, das zu machen, was du auf der Bühne machst? Habe ich nur eine Antwort. Du musst nur im Fernsehen richtig krass lügen. Danke, Köln. Alright. Wir kommen jetzt zum nächsten Künstler des heutigen Abends. Er ist ein junger Mann, der alle Downloadzahlen pulverisiert hat. Ein Nightwash-Video mit 6,5 Millionen Abrufen, den ich sehr, 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 sehr schätze, weil er mit einer Behinderung umgeht, als wäre sie nichts. Und das ist einfach unfassbar, diese Energie, die dieser Junge ausstrahlt, diesen Humor, den dieser Junge ausstrahlt. Ich möchte gerne, dass Köln auseinanderbricht, wenn er auf die Bühne kommt. Würdet ihr mir die Freude machen, bitte begrüßt jetzt Karl Josef! Dankeschön. Dankeschön. Ja, mein Name ist Karl Josef und für die, die mich hier vielleicht noch nicht kennen, muss ich es natürlich ansprechen, denn ich sehe es euch an, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich alle dasselbe. Und ja, ich bin Single. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Gut, vielleicht, weil es noch keine weiblichen Transformer gibt. Oder zu wenig junge, heiße Krankenpfleger. Ich bin aber eigentlich gar nicht anspruchsvoll. Ich meine, natürlich habe ich auch ein Bild von einer Traumfrau. Optisch würde sie bei mir ein bisschen aussehen wie Sophia Tomalla, aber mit Brüsten von Faisal Kawusi. Faisal ist wirklich so fett. Al-Qaida versteckt sich in seinen Achselhöhlen. Ja, Köln, dass ich länger nicht auf der Bühne war, hatte bei mir nichts mit Corona zu tun. Ich muss sogar sagen, ich fand den Lockdown ziemlich okay. Ich meine, zu Hause rumsitzen und nichts tun, das kann ich gut. Nee, ich musste mich erholen von einer sehr schweren Wirbelsäulen-OP, denn mein Rücken hatte eine Skoliose mit 60 Grad Krümmung. Oder für die Nichtmediziner unter euch, mein Rücken war krass am Arsch. Schuld daran war meine Krankheit, Muskeldystrophie Duchenne. Ja, denn wegen der Krankheit habe ich in etwa nur noch so viele Muskeln wie ein durchschnittlicher Veganer. Aber Gott sei Dank bin ich nicht so eine nervige Pussy. Aber ich habe die OP gut gemeistert. Das lag natürlich auch an den starken Schmerzmitteln. Die waren geil. Ich weiß jetzt, wie es ist, auf einem Regenbogen zu sitzen und von lila Erdmännchen massiert zu werden. Ich habe auch noch Pillen übrig. Falls also wer welche braucht, einfach bei den WCs melden. Apropos WCs. Es gibt eine Sache, die straight aus Guantanamo ins Krankenzimmer kommt. Und zwar Bettpfannen. Jeder, der schon mal länger im Krankenhaus war, kennt dieses Folterwerkzeug. Als die Schwester das erste Mal mit dem Ding reinkam, dachte ich, was will die mit dem Stahlhelm? Kommen gleich noch Schamanen und machen Opfergaben? Ich meine, es ist so, wir fliegen mittlerweile auf den Mond und erfinden die unnötigsten Gadgets. Warum hat sich noch niemand der Bettpfanne angenommen? Und warum ist das Ding immer tiefgekühlt? Ich meine, seit Hunderten von Jahren kacken wir in einen Topf. Wir kacken in einen Topf. Ich meine, mein iPhone kann jeden Scheiß. Warum kann ich da nicht reinkacken? Sozusagen ein iPod 2.0. Ich. Danke.
Ich glaube, wenn das gehen würde, dann würde Siri auch nicht mehr so arrogant klingen. Ihr merkt also, die Zeit im Krankenhaus war echt hart, aber ich hatte jede Sekunde die Unterstützung meiner Familie. Und ich bin... Okay. Ich hatte jede Sekunde die Unterstützung meiner Familie und dafür bin ich sehr dankbar. Meine Familie hat mir auch mal einen sehr großen Traum erfüllt, und zwar mal nach Amerika zu reisen. Und dort waren wir auch im Disneyland. Und als ich die ganzen Amis auf ihren Elektromobilen gesehen habe, dachte ich, wow, hier haben aber ziemlich viele Leute meine Krankheit. Nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, die sind nur krass fett. Die haben gar kein Problem mit ihren Muskeln, die haben Blutgruppe Ketchup Barbecue. Ich meine, ich wünsche mir manchmal einfach ein normales Leben zu führen und wieder gehen zu können. Und die denken sich, scheiß mal auf gehen, ich will Donuts. Aber naja, so sind die Amis. Aber in einer Sache können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Und zwar bei der Barrierefreiheit. Denn dort gab es nichts, was ich mit meinem Rollstuhl nicht machen konnte. Und sowas wie Kopfsteinpflaster kennen die da gar nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, mit so einem E-Rollstuhl über Kopfsteinpflaster zu fahren? Nach 20 Metern denke ich, ich habe auch noch Parkinson. Wo wir gerade beim Rollstuhl sind, muss ich leider noch einen Nachteil ansprechen, und zwar die Sitzhöhe. Auf eurer Höhe wird natürlich mit Deos und Parfums nicht gegeizt. Ich hier unten sitze an der Wurzeln des Üblen. Ohne Scheiß, hier riecht es manchmal wie eine Mischung aus Fischmarkt und Taxifußmatte. Ja, oder kurz gesagt wie am Kölner Hauptbahnhof. Aber nochmal zu mir, für die, die mich vielleicht hier wirklich noch nicht kennen. Mein Name ist wirklich Karl Josef. Meine Eltern wollten mich nach meinen Urgroßvätern benennen, aber mit C geschrieben, denn wir wollen modern bleiben. Ich habe mal nachgegoogelt, und zwar der am häufigsten benutzte Name in Großstädten für Neugeborene ist Mohammed. Gut, so modern waren meine Eltern dann auch nicht. Ich habe übrigens letztens noch eine neue Information bekommen, und zwar, ich habe gesehen, es gibt eine Rangfolge der Behinderung. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Auf Platz 1 sind wir Rollstuhlfahrer. Ich meine, obvious, unser Symbol ist nämlich an Toiletten und an Parkplätzen. Auf Platz 2 sind die Blinden. Und auf Platz 3 ist, ich habe vergessen, wie es heißt, das, was der Wendler hat. Zum Schluss wollte ich jetzt noch ein bisschen was sagen, und zwar, eigentlich möchte ich nicht auf Motivationscoach machen, aber ich hoffe, ich kann euch mit meinem Auftritt zeigen, dass in dieser Welt wirklich alles möglich ist, wenn man nur fest genug an sich glaubt. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich all mein... Dankeschön. Vor 2 Jahren habe ich all meinen Mut zusammengenommen und meinen ersten Stand-up vor 50 Leuten hingelegt. Ja, und jetzt 2 Jahre später bin ich Teil Europas größter Comedy-Mix-Show und habe eine eigene Fernsehsendung. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass ihr einfach an euch selber glauben müsst, eure Komfortzone auch mal verlassen müsst und einfach euren Traum leben sollt. Dankeschön, Köln, das war's von mir. Karl Josef!
Karl Josef. Karl, komm nochmal zurück. Wow. Das trage ich aber jetzt auch immer mit mir. Wow, Köln, das war sehr, 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 sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, Karl hat sich sehr gefreut. Und ich mich auch. Es ist so, wow, ich habe Respekt vor jedem, der auf so eine Bühne geht. Respekt vor jedem, der das macht. Egal, was für ein Job es auch immer ist. Ob du Tänzer bist, Sänger bist, Zauberer. Die einzigen, wo ich immer so ein bisschen mit mir kämpfe, sind Mentalisten. Oh, kennt ihr Mentalisten? Ne? Das sind die, die sagen, oh, ich kann in die Zukunft sehen. Ich kann Dinge im Raum bewegen. Ja, kann ich auch, weißt du? Oh, ich kann mit meinem Raben reden. Ja, kannst du, aber der sagt halt nichts zu dir, du Spinner. Mentalisten finde ich immer schwierig. Ich war letztens bei einem Abendessen in München eingeladen, in so einer Firma mit 10 Leuten. Und einer davon war ein Mentalist. Und ich habe vorher gesagt, hör zu, seid so lieb, setzt mich nicht beim Abendessen neben den Mentalisten, weil dann liest er meine Gedanken und ist direkt beleidigt. Wollen wir nicht. Und es war ein schönes Abendessen beim Griechen. Oh, war das lecker. So richtig, hat mir alles gegeben. Weißt du, so Gyros, Bifteki, Souvlaki, das Knoblauchmassaker. Uso, 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 jetzt kommst du so. Oh, war das schön. Ich habe mir richtig, und dann bin ich um 3 Uhr nachts da, voll mit Knoblauch und komplett besoffen rausgewankt und gegenüber in ein kleines Hotel gegangen, in dem alle Gäste des Abends untergebracht waren. Dann stand ich dort, Mutterseelen allein, nachts, am Ende eines Gangs in so einem kleinen Aufzug für 2 Personen in München. Und es ist mir ein bisschen peinlich, dass heute vor 12 Milliarden Menschen hier in der Lanxess zu erzählen, aber dann habe ich da einen reingestellt. Oh, so einen sämigen, weißt du, einen mit Gewicht, wo du denkst, hoffentlich hält die Hose, wirklich. Du hättest in die Luft mit dem Samurai-Schwert ein Muster schneiden können, das war aktives Torfstechen. Ich dachte, es bringt das Bifteki im Ganzen wieder zur Welt. Und bei Männern ist mit Furzen ja immer so eine Mischung aus Ekel, aber auch Stolz. Weil man etwas erschaffen hat. Jeder Furz ist eine kleine Geburt für einen Mann. Und dann stand ich da drin und denke so, wow, der war stabil. Und am Ende des Gangs biegt der Mentalist ein und läuft auf den Aufzug zu. Und ich sehe ihn nur und hau auf den Knopf. Und die Tür von dem Glasaufzug schließt sich. Und ich sehe nur, wie er es so macht. Und sie geht wieder auf. Und dann standen wir da drin in der Kampfmittelräumzone. Wir wussten beide, wo der Geruch herkommt. Köln, wisst ihr, was das Erste war, was ich zu ihm gesagt habe? Wenn Sie Gedanken lesen könnten, wären Sie hier niemals eingestiegen. Okay. Jetzt kommt ein kleines Highlight meines persönlichen Abends, weil ich darf jetzt einen echten Freund ankündigen. Ich bin seit 2 Jahren mit ihm ein Podcast-Duo namens Bratwurst und Baklava. Schön. Er ist in dieser Zeit von einem Fremden zu einem echten Freund von mir geworden. Und ich schätze ihn über alles. Er ist ein unglaublich witziger, unglaublich herzlicher, toller Mensch. Bevor er hier auf der Bühne gearbeitet hat, hat er als Handpuppe bei Sascha Grammel gejobbt. Wegen seiner Größe. Und dann wurde er mir von 1 live in einem Schuhkarton zugesendet. Ich habe ihn gestreichelt, habe ihn aufgezogen und seitdem machen wir diesen Podcast zusammen. Und er ist einer der größten Bühnenkünstler, die wir in Deutschland haben. Ich kriege Gänsehaut beim Gedanken, ihn ankündigen zu dürfen. Bitte, Köln, gebt alles für meinen Freund. Özcan Kosa! The music, my brothers, and you have to give it up for the hood and the nation. Was geht ab in Köln? Thank you. Machst du ein Foto, oder?
Gefällt dir das? Was sagst du dazu? Hm? Habt ihr nicht erwartet, oder? Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so sehr. Es ist so schön, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Endlich wieder Normalität. Genießt das, Leute, genießt das. Guck mal, wie wunderschön das ist. Übertreibt nicht. Genießt diesen Moment. Guck mal, wie wunderschön das ist. All diese Menschen, die um euch herum sitzen. Schaut mal bitte nach rechts und nach links. Macht das mal. Guck mal, was für wunderschöne Menschen um euch herum sitzen. Überleg mal, aus Zufall, du guckst so nach rechts und auf einmal sitzt deine Traumfrau neben dir. Überleg mal. Auf der anderen Seite deine Ehefrau. Ich kenne sie auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin endlich auch in der Normalität angekommen, ich genieße das so sehr. Ich habe letztens wieder etwas gemacht, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Ich bin weggegangen. Ich war einfach feiern mit meinen Cousins. Die haben Gin Tonic Abend gemacht. Und ich habe 7 Jahre lang keinen Alkohol getrunken, Leute. 7 Jahre lang. Und ich komme zu denen und meine Cousins, ich muss euch ganz kurz erzählen, wie die aussehen. Die sind so richtig durchtrainiert, muskulös. Gott liebt sie. Die sehen Hammer aus, tätowiert. Die machen Selfie, Calvin Klein Werbung. Ich mache Selfie, ekelhaft bei mir, ekelhaft. Und ich komme an und mein Cousin steht schon dran und macht so Gin Tonic. Und ich so, hey, was geht, Jungs? Und der so, Gin Tonic am Bruder. Und ich so, cool. Der so, ich mach dir auch rein. Ich so, ich trinke nicht, ich mach trotzdem. Und dann kam er, der so, trink jetzt. Ich so, Milli, ich trink nicht. Der so, trink jetzt! Ich so, ich trink nicht. Der so, trink jetzt. Ich so, okay. Morok, 2 Gin Tonic, danach war ich, I believe I can fly. Ich war jetzt so richtig besoffen. Wir sind zu dritt bei meinen Cousins und machen albanische Party. Kennt ihr albanische Party? Hä? 3 Typen, keine Frauen. Wir so, ey. Oh, Bruder, jetzt geht's ab. Bruder, Tosham Pimpol. Auf irgendwann sagt mein Cousin so, Özcan, komm, wir fahren jetzt in die Stadt. Ich so, okay, okay, warte, ich ruf Taxi, Alter, ich will dich kennen. Wir laufen die Treppe runter, sind voll glücklich, wir können sind richtig happy, wir gehen jetzt in die Stadt. Wir so, hey, Marok, Alter. Wir kommen unten an, Taxi steht schon dran, ich mach die Tür auf, aus dem Taxi stinkt's nach Wodka. Der Taxifahrer war besoffener als wir 3 zusammen. Ich setz mich vorne rein und der Taxifahrer klebt so am Lenkrad. Ich so, können Sie uns bitte in die Stadt fahren? Der so, ein Moment. Ich glaube, der Moment ist jetzt vorbei. Können wir jetzt losfahren? Der so, ich hab doch gesagt, ein Moment. Taxi fährt von selbst. Alexa, fahr uns in die Stadt. Dann ging der Kofferraum auf und seine Frau Alexa ist ausgestiegen und hat uns in die Stadt gefahren. Marok, wir kommen jetzt in der Stadt an und ich sag zu meinem Cousin, ich sag, hey Milli, hör mal zu. Guck mal, ich bin jetzt schon ein bisschen angetrunken, wenn wir jetzt in den Club gehen und ich trinke 2, 3 kurze, dann ist total Schaden. Aber ich bin inzwischen eine Person des öffentlichen Lebens. Und wenn mich Leute so besoffen sehen, machen Selfie oder Video, wäre das eine richtige Blamage. Wenn ich nachher zu dir sage, Meli, ich kann nicht mehr, wir gehen, dann gehen wir sofort, okay? Und der so, auf jeden Fall, Alter. Vertrau mir, Özcan, wir gehen gleich, Alter, sofort. Und es gibt ja verschiedene Stufen des Besoffenseins. So, erste Stufe ist, du bist so wie wir bei meinen Cousins zu Hause. Du bist so besoffen, du sagst, hey, was geht, Alter, hey. Das kennt jeder von uns. Stufe 2 ist, du bist ein Level drüber. Das ist so wie Stufe 1, du bist so gut drauf, hey. Aber du machst Sachen, die du am nächsten Tag bereust. So, hey, was geht, hey, hast du auch einen Pimmel, Alter? Komm, ich mach Selfie. Warte, ich verlinke deinen Vater, okay. Überhaupt nicht gut. Stufe 3 ist so die Endstufe. Ich nenne sie auch die Photosynthese-Stufe. Da bist du meistens so auf der Tanzfläche alleine und machst so. Ich trinke nie wieder. Ich bin jetzt Stufe 7.
Bei mir ist es komplett eskaliert. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich laufe so durch die Menge. Mein Körper und die Erdanziehungskraft haben eine ganz andere Symbiose bekommen. So. Ich laufe, ich suche meinen Cousin. Ich kann nicht mehr. Alles ist für mich so in Zeitlupe. Ich laufe so rum, so. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Ich guck so, ich guck die Frauen an und die auch so, die so. Ich kann nicht mehr, Leute, ich bin so richtig, ich so, Scheiße, wo ist mein Cousin? Auf einmal habe ich so einen Typen getroffen, der war voll auf Kokain auf der Tanzfläche. Ich so, hey Bruder, ist bei dir alles in Ordnung? Der so, ja, ich bin nur müde. Alles gut. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich so, wo ist Meli? Wo ist Meli? Auf einmal kommt mir ein anderer Kumpel entgegen, Gökhan. Ich so, Gökhan, dich hat Gott geschickt. Özcan, was ist mit dir los? Ich so, ich weiß, ob ich dir helfen will, Gökhan. Bring mich raus. Der so, okay, komm, Özcan, wir gehen an die frische Luft. Wir kommen aus dem Club raus, Leute. Pff, Sauerstoff. Und ich bin mit Gökhan so Arm in Arm. Ich so, Gökhan, danke dir, Bruder, Mann. Und wenn Männer besoffen vorm Club sind, die dümmsten Dialoge auf dieser Welt. Männer weinen immer so, wenn sie so Arm in Arm sind. Gökhan, du bist mein bester Freund, Landschuh. Özcan, du bist mein bester Freund, Land. Ja, Mann, Gökhan, ich kann dir immer vertrauen, Land, immer. Ja, Mann, Özcan, warum sind Frauen so scheiße, also? Ja, Mann, Gökhan, warum sind Frauen nicht so wie du, Alter? Gökhan? Gökhan? Komm, wir gucken Brokeback Mountain. Ich liebe, dass wieder Normalität da ist. Wir standen vorm Club, ich habe die Menschen so beobachtet. Und dann gab es endlich wieder Schlägerei. Und ich so, yeah, Mann. Ich habe das so vermisst, Alter. Endlich wieder Normalität. Aber mir ist aufgefallen, es ist wirklich so, dass deine Herkunft eine wichtige Rolle spielt bei einer Schlägerei. Türken sind so impulsive Menschen bei einer Schlägerei. Die sind so mit dem ganzen Körper dabei. Die so, komm her! Nein, komm du her, komm du her! Mehmet, halt mich nicht fest! Dich hält keiner fest, okay? Wisst ihr, vor wem ich aber richtig Schiss habe bei so Schlägereien? Ich habe richtig Schiss vor Russen. Vor Russen habe ich so richtig, da macht man Arschloch so, was? Weil Russen sind nicht so, die überhaupt nicht, die bleiben einfach nur so vor dir stehen, so, die so. Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Also, da geht dir der Arsch, Junge. Aber die Besten sind die Deutschen. Die Deutschen sind die allerbesten bei Schlägereien. Deutsche sind so. Aufpasse! Aufpasse, junger Mann. Das ist der Hypnosefinger. Aufpasse. Ah, das hast du nicht erwartet, hä? Das hast du nicht erwartet. Aber Leute, ich, nicht, dass ihr denkt, ja, der macht jetzt Witze über Deutsche. Ich liebe Deutschland. Ich schwör's euch, ich liebe Deutschland. Viele Leute beschweren sich, Deutschland, so Deutsch. Überhaupt nicht, Moruk. Ich liebe Deutschland und Gott sei Dank ist Deutschland meine Heimat und ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich liebe es, wirklich. Man muss sagen, es ist wirklich. Es ist so. Weil viele haben ja so Vorurteile. Ich weiß, es gibt so Ressentiments und Vorurteile. Ihr seid so, ihr seid so. Aber man muss damit aufhören, Leute. Man muss damit aufhören. Wir müssen aufeinander zugehen. Kulturaustausch, das ist wichtig, Leute. Und damit meine ich nicht die Deutschen. Nicht immer müssen die Deutschen auf uns Türken, Kurden, Araber, Albaner, Griechen zugehen. Wir müssen doch nach 60 Jahren auch mal auf die Deutschen zugehen, Mann. Überleg mal, das ist wichtig, Leute. Wir müssen auf die Deutschen zugehen.
Wir müssen herausfinden, so wie ist das? So wie ist bei euch die Kultur? Was macht ihr zu Hause? Wo ist euer Tresor? Ist das wichtig? Ich habe tolle deutsche Freunde. Wisst ihr, ich habe mal in meiner Show erzählt, dass wir Türken keinen Weihnachten feiern. Und einer meiner deutschen Freunde hat das mitbekommen und dem sein Herz ist gebrochen. Der kam letztes Jahr kurz vor Weihnachten zu mir, der so, Öcalan, ich habe gehört, du hast noch nie Weihnachten gefeiert und ich habe mit meinen Eltern geredet und wir würden dich gern einladen zu uns nach Hause an Weihnachten. Ich so, Harald? Nein, der heißt wirklich so. So, ist dein Ernst? Der so, ja. Und ich so, oh mein Gott, ich war so aufgeregt, Leute. Mein erstes Weihnachten. Was soll ich anziehen? Ich habe so meine besten Klamotten angezogen. Anzug, Hemd, Krawatte, Blumen gekauft für die Mutter, Schokolade. Und ich bin dorthin gegangen. Ich war so aufgeregt. Ich habe gezittert, als ich geklingelt habe. So. Und ich mache, und die haben die Tür aufgemacht. Von innen. Ich war das erste Mal in einer deutschen Wohnung ohne Taschenlampe. Und die Mutter kam zu mir und hat gemeint, Öcalan, schön, dass du da bist. Komm, wir laufen rein. Und ich gehe ins Wohnzimmer, Leute. Und auf einmal steht da vor mir der Weihnachtsbaum. Das erste Mal Angesicht zu Angesicht. Ich bin so nach vorne, ich so, wie geht's? Er hat nichts gesagt, da stand nur so dran. Und ich weiß, dass es das Fest der Liebe ist, Leute, mit wie viel Liebe dieser Baum geschmückt war, diese Geschenke und oben der Stern. Ich so, da fehlt ein Halbmond. Und dann hat die Mutter gesagt, Öcalan, komm, wir gehen in den Essbereich. Und der Tisch war so reichlich gedeckt mit allen kulinarischen Köstlichkeiten, Leute. Schweinebraten und daneben war noch mehr Schweinebraten und noch ein Schweinebraten. Der Tisch war aus Schweinefleisch. Die Tischbeine waren Schweinefüße, so, so. Aber die Mutter hat zu mir gesagt, Öcalan, mach dir keine Sorgen. Für dich habe ich eine neue Pfanne gekauft und Rindfleisch. Halal, Öcalan, halal. Seht ihr, Leute, in so einem toleranten Land leben wir. Und dann beschweren wir uns auch noch. Das ist nicht richtig, Leute. Das ist nicht richtig. Und dann saßen wir am Tisch. Und die Mutter hat dann zu mir gesagt, Öcalan, du gehörst jetzt auch zur Familie. Ich so, Mama, gib mal Taschengeld, bitte. 1 Euro. Bitte 1 Euro. Und der Vater hat dann zu mir gesagt, Öcalan, bei uns als Tradition, dass der Gast das Tischgebet spricht. Ich oder was? So oder wie? Könnt ihr wenigstens die Rollläden runtermachen? Integration und so. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Danach war Ruhe, gell? Sogar der Schweinebraten hat gesagt, ach du Scheiße, Alter. Nein, Spaß. Der Schwein hat es nicht gesagt, weil Schweine lieben Moslems. Und wir Moslems lieben auch Schweine, ist auch ein Geschöpf Gottes, nur wir essen es nicht. Und es wissen Schweine, dass wir keine potenzielle Gefahr für sie darstellen. Deswegen sind wir Bros. Letztens bin ich am Schweinestall vorbeigelaufen, da waren zwei Schweine, die so, Salam Aleikum, Bruder. Hinten war so eine Kuh, die hat mich gesehen, die so, Mäh. Aber Türke sein ist in Deutschland noch nicht angekommen. Und wisst ihr, woran man das merkt? Das merkst du daran, dass die Deutschen immer noch kein Türkisch können. Nein, lern die Basics. Nicht die Sprache, die Basics. Wenn ihr zum Italiener geht, könnt ihr perfekt bestellen. Ciao, un penne quattro formaggi. Aber bei uns kackt die immer ab, Alter. Ich war letztens im Dönerladen und dann kam so ein Döner, so ein deutsches Paar rein, die so, grüß Gott, hallo. Ich hätte gerne einen Lamarkuhn und ich so, was will die essen?
Wisst ihr, Türke sein ist noch nicht angekommen. Das merkst du daran, dass wir an deutschen Schulen keine türkischen Lieder singen. Ja? Wir sind die zweitgrößte Population, aber türkische Lieder singt man nicht. Wir singen immer noch Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Alter, ich habe in der Schule so oft Kumbaya, my Lord gesungen, ich habe daheim schon angefangen, Baumwolle anzupflanzen, Mann. Das wäre mein Traum. Das wäre mein Traum. Nein, nein, wisst ihr, was mein Traum wäre? Nein, ich nehme alles zurück, es tut mir leid. Mein größter Traum wäre, wenn Deutsche türkische Lieder singen, wenn Türken nicht mal dabei sind. Am deutschesten Ort auf dieser Welt. Am Lagerfeuer. Stellt euch diese Situation mal vor. Bruder, spielt der jetzt Cello oder was? Nein, Morok, das ist ein Kontrabass. Was laberst du, Alter? Se. Türkischer Soundcheck. Se. Auf türkischen Hochzeiten die ganze Zeit, Alter. Se. Hochzeit geht 8 Stunden, die machen 7 Stunden. Se. Hallo. Schön, dass wir uns nach so einem langen Wandertag hier am Lagerfeuer getroffen haben. Die Frauen können jetzt langsam die BHs ausziehen. Leck mich am Arsch. Das nächste Lied, da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Da war ich mit meiner Frau, der Sibylle, in der Türkei, in Antalya. Und da sind wir nachts durch diese engen Gassen von Antalya gelaufen. Und auf einmal standen vor uns 3 Türken. Türken, hast du richtige Dreckskanacken. Also es hat jetzt nichts mit dem Lied zu tun, aber ich wollte es nur mal erwähnen, gell? Das. Und danach haben wir in so einem türkischen Café ein ganz tolles türkisches Lied gehört. Das habe ich heute mitgebracht. Da habe ich auch den Text dazu. Kann ja die Drecksprache nicht auswendig. Drei Kilo Kartoffel. Oh, das ist die Einkaufsliste. Akdeniz. Akşamları, bir paçka, oluyor, hele bir de, aylardan, temmuzisi, bir paçka. Bu sahilde insanlar kokonla sinsice coşmama elde değil böyle bir akşamda işte ben böyle bir akşamda aşık oldum aşık oldum aşık oldum aşık oldum le 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 kurban le 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 aşık oldum und jetzt lasst uns richtig krachen Mädels, zieht die Tampons raus. Marmor, Stein und Eiser bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Dankeschön, Köln! Oh. Mein Name ist Roger Pizza! Roger Kosa! Dankeschön. I love you. Ah.
Es ist soeben, sagte schon mal jemand, wir sind jetzt in dem Alter, in dem man Kinder kriegt. Und das stimmt, ich bin auch in dem Alter. Um mich herum wird geworfen wie auf dem Basketballplatz. Wirklich? Ich bin 37, wirklich. Wenn Freundinnen von mir husten beim Abendessen, zack, fliegt schon wieder ein Baby raus. Das ist unfassbar. Aber ich habe noch keins, ich und meine Frau. Naja, ein bisschen schon. Wir haben einen Mops namens Otto. Ja, ich weiß, dass man kann einen Hund und ein Kind nicht vergleichen. Aber kann man schon, wenn man Hundehalter ist und komplett einen an der Klatsche hat. Ja, ich bin in einem Haushalt mit einem komplett vermenschlichten Hund aufgewachsen. Meine Eltern hatten eine deutsche Dogge namens Adenauer. Und als Adenauer das erste Mal erkältet war, ist meine Mutter mit ihm zum Hundehomöopathen gegangen und hat Globuli besorgt. Ich habe gesagt, Mutter, der Hund wiegt 104 Kilo, da musst du einen Globus reinschieben. Was ist los bei dir? Und jetzt haben wir halt einen Mops. Das ist jetzt kein richtiger Hund. Also selbst andere Hunde auf der Wiese nehmen ihn nicht ernst. Er sieht halt eigentlich aus wie so ein Dackel, den du mit der Rakete gegen die Wand gefeuert hast. Ja, wie so eine mettgefüllte Socke. Er ist halt so eine Art fleischfressendes Kaninchen, aber wir lieben ihn. Und natürlich interessant, haben wir heute hier Hundehalter. Mal in den ersten Reihen. Ach Katja, du hast einen Hund? Ja, was für einen Hund hast du denn? Ein Australian Shepherd, auf Deutsch eine Lebensaufgabe. Ja, das sind die klügsten Hunde der Welt. Australian Shepherds sind Hunde, die holt man sich eigentlich, damit sie die Steuererklärung fertig machen, oder? Hast du den zu Hause morgens, du stehst auf, er steht schon und sagt, oh, darf es ein Espresso sein, ich habe alles für dich vorbereitet. Ist krass, ne? Australian Shepherd, die können richtig was. Otto, überschaubar. Ich sag mal so, ich war mit Otto beim Tiertrainer und die Tiertrainerin sagte, kann der Sitz? Ich so, Sitz? Otto macht Sitz, die guckt mich an. Jetzt hat er alles gelernt, was ein Mops lernen kann. Genau, okay, Stephen Hawking ist er nicht gerade, ne? Guckt dein Hund Fernsehen? Ja? Ja? Oh, wie süß. Mein Hund guckt auch leidenschaftlich gerne Fernsehen. Also ist jetzt nicht um 18 Uhr, sagt er, oh, mach Guido an Shopping Queen oder so. Aber nein, aber er guckt leidenschaftlich gerne Fernsehen. Genau aus dem gleichen Grund wie bei dir, andere Tiere. Mein Hund sitzt da und starrt andere Tiere an. Besonders süß ist, wenn Pferde durchs Bild reiten, dann geht Otto ins Nebenzimmer und guckt, ob sie dann stehen da. Wie gesagt, nicht sonderlich klug. Und bei allen anderen Tieren, die da zu sehen sind, eskaliert Otto. Wirklich, da, Nashorn, 3000 Kilo, Otto... Uah, ne? Der denkt, wenn du dich das hinlegst, dann kann ich es killen. So, ne? Also, das ist wirklich anstrengend. Der ist schon in zwei LED-Fernseher reingesprungen, die er immer noch abbezahlen muss. Und dann waren wir mit ihm beim Tiertrainer und ich habe gesagt, hören Sie zu, ich halte es nicht mehr aus. Der Otto eskaliert bei jedem Tier im Fernsehen. In jeder Serie kommen Tiere vor, ständig. Und dann bin ich mit ihm dahin und die sagte, stellen Sie eine Hundebox einfach so daneben. Und immer wenn der Otto ausrastet, muss er in diese Hundebox neben dem Fernseher. Und dann lernt er das innerhalb weniger Tage. Ich, Fernseher an, Otto eskaliert, Otto Box. Fernseher an, Otto eskaliert, Otto Box. Dann wollte ich meiner Frau nach 4 Wochen das Ergebnis zeigen. Meiner Bemühung. Ich, extra was aufgenommen bei National Geographic, irgendwie so, keine Ahnung, halt Nilpferd, das doof im Sumpf rumsteht, guckt. Meine Frau sitzt neben mir, Otto sitzt neben mir, er guckt, sieht das Nilpferd, rastet komplett aus, springt fast in den Scheißfernseher rein und geht in die Box und bestraft sich selbst. Und mir war überhaupt nicht so klar, was ich zu Hause für ein Potenzial hatte, weil ich war letztens mit ihm spazieren, da kam eine Frau auf mich zu und sagte, sie wäre Mopszüchterin und sie hatte noch nie einen Mops von so einer Schönheit und Spannkraft in den Hüften gesehen. Und dann sagte sie, würde mir für jeden Deckakt meines Mopses 500 Euro geben, Köln. Und ich denke nur, Otto, du bummst uns die Miete zusammen, yeah! Köln, 500 Euro, der Otto pölt am Tag 6-7 Mal das Kopfkissen weg. Das ist ein Reinerlös von 3.000 Euro am Tag. 90.000 im Monat, 1 Million aus der alten Pökelspritze im Jahr. Ich habe mich schon in Rente gesehen, oder noch besser, als Mopszuhälter im Park. So einer lilafarbenen Zebraweste mit meiner Mops-situierten Otto am Start. 500 Euro, Bruder. Aber leider ist alles vorbei, weil Otto ist seit neuestem kastriert. Ja, es gab einen Anlass. Ich war auf Tour, meine Frau rief mich an. Jeder Mann, der das kennt, wenn die Frau anruft und es handelt sich um einen Notfall, kann man an der Höhe der Stimme erkennen, wie sehr es ein Notfall ist. Und wir befanden uns in dem Bereich, dass nur noch Delfine meine Frau hören können. Ich habe wirklich nicht verstanden, was sie wollte. Sie sagte, guck sofort, der Otto kommt.
Ich denke, was soll ich, was? Der Otto kommt! Ich sage, wohin? Ins Wohnzimmer! Und dann stellte sich heraus, dass Otto nach 7 Jahren Lebenszeit wohl offensichtlich, ich weiß nicht, einen sexy Kalender mit Australian Shepherd Ladies angeguckt hatte und anfing, alles, was sich so in 7 Jahren seines Lebens angestaut hatte, in unser Wohnzimmer zu plästern. Und meine Frau wusste nicht, was sie tun sollte, hob den Mops hoch und rannte mit dem durch die Wohnung und fing an, die komplette Bude Alpina Alpenweiß zu streichen. Wie so ein lebender Mopsfeuerlöscher. Und sie wollte nur googeln sofort. Ich sag, was soll ich denn bitte googeln? Wichsender Mops! Und ich habe wichsender Mops gegoogelt. Und ich kann euch sagen, Köln, ich war in meinem Leben noch nicht so verstört. Wie ihr schon seht, kommen wir jetzt zum nächsten Künstler des heutigen Abends. Er ist eine Institution. Dieser Mann war schon so oft bei der XXL-Nacht, der schläft eigentlich bei jeder XXL-Nacht noch hinten auf einem Feldbett bis zum nächsten Jahr. Dann wird er auf der Sackkarre wieder hier reingeschoben. Der ist das Maskottchen der Veranstaltung. Ein begnadeter Künstler. Ein unglaublich toller Mensch, ein wahnsinnig großzügiger und herzlicher Komiker. Und ohne Scheiß, ich kack mir in die Hose vor Lachen bei ihm. Bitte, rastet aus für den Mann auf dem Hocker. Gebt alles für Markus Krebs! Völlig zu Recht. Pass auf. Ein Schiff. Fährt an einer einsamen Insel vorbei. Aber so einsam ist sie gar nicht. Plötzlich steht da einer in Lumpen, der hat so zerrissene Klamotten und macht auf sich aufmerksam. Und der Matrose geht zum Kapitän und sagt, was ist denn mit ihm? Sagt der Kapitän, weiß nicht, aber der freut sich immer, wenn wir hier vorbeifahren. Guten Abend, Köln! Wir waren vor 2 Tagen in Oberhausen oder wie manche sagen, Oberhausen. Ist aber eine falsche Betonung. Man sagt ja auch nicht Kalorien oder Batterien. Ne? Oder Blumentopferde, heißt Blumentopferde. Ne? Ich könnte mich manchmal selber küssen, unglaublich. Aber es ist ja tatsächlich so, ich war schon öfters hier und eine Pandemie später bin ich schon wieder da. Ne? Ein Kollege hat gesagt, nächsten Lockdown macht er gar nicht mit. Nee, dann bleibt er lieber zu Hause. Ne? Man denkt, manche Kettenbriefe hätte man vielleicht weiterleiten sollen. Ne? Mir war so langweilig, ich habe YouPorn zu Ende geguckt. Ja? Man hofft ja immer noch, dass die heiraten. Ne? Hör mal, ich wollte meine Ruhe haben. Ich habe selbst das Klopfen abgestellt an der Tür, dass keiner mir auf den Sack geht. Und dann habe ich Sendung geguckt, Kochsendung. Was war hier? Pommes unter Palmen, Fritten raus im Sommer, irgendwie sowas, ne? Ich habe eine Sendung gesehen, eine Doku, die Schatzsucher. Wo im Titel schon drin steht, dass die den Schatz sehr wahrscheinlich nicht finden werden. Wir haben jetzt auch eine 2. Folge davon gedreht. Nein, aber für mich ist so geil, wie vor Leuten, die nicht hupen, aufzutreten. Boah, Autokino ist so, boah. Ich habe wieder einen. Aber für mich macht dann auch Spaß wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit meiner Freundin Jackie, habe ich gesagt, komm, wir machen mal ein DVD. Wir wollten pennen. Weißt du, habe ich gesagt, komm, ich tue mal eine DVD rein.
Und ich rein, ich bin ja Oldschool, DVD, ne, also unten im Keller ist der Betamax. Aber ich zieh DVD rein und irgendwann eingepennt, morgens am nächsten Tag, ich wache auf und sag so, soll man den Film heute Abend zu Ende gucken? Sagst du ja gerne. Wo warst du denn stehen geblieben? Beim Menü. Heute hat mir einer gesagt, heute ist sold out. Und er hat mir auch gefragt, warum ist es so interessant, ob es hier Salz gibt? Und das ist mein Humor und das liebe ich. Ja? Ja? Dankeschön. Ja? Es ist, ich bin heute Morgen aufgewacht mit folgendem Gag. Boah, in dieser Zeit habe ich besondere Menschen kennengelernt. Einer, der war Jahrgang 18, also der ist jetzt 3. Da könnte ich mich küssen. Damit wache ich morgens auf. Ja. Ich war mit meiner Katze noch am Hauptbahnhof. Nee, die brauchte ein Bild für einen Impfpass. Habe ich die so reingehalten in die Geräte. Ich gehe aus dem Bahnhof raus, habe ich Glück gehabt, habe ich Geld in einem Hut gefunden. Da läuft mir einer mit der Gitarre hinterher, weißt du denn? Aber ich denke, komm, jetzt bist du einmal in Duisburg, ich besuche mal deine Eltern, alles klar, ich zu meinen Eltern. Und dann sehe ich die Zarge, wo du früher so deine Striche reingemacht, wie groß du geworden bist. Ich bin rückläufig. Ich werde kleiner. Es gibt Geräte im Phantasialand, da darf ich bald nicht mehr drauf. Bin so eine Wechselhaare, weißt du? Die gehen am Kopf weg, dann kommt sie, die kommen an Stellen wieder, willst du sie nicht haben. Da gibt es auch keinen Rasierer für, also offiziell. Gillette-Rücken gibt es nicht. Oder Wilkinson-Nuss gibt es nicht. Ich bin einfach nur froh, dass wir wieder Kneipen aufhaben. Ich bin ein Kneipenkind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei uns vorne saß immer Jesus. Der sah nicht so aus, den haben wir so genannt, weil der hat Karfreitag mal eine Decke gemacht und 3 Tage später bezahlt. Da war so ein Kumpeltyp, also immer ein bisschen schmutzig. Ne? Aber ich mochte, er war allwissend, wirklich. Der wusste, der saß immer da, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wir wussten nicht, was er weiß, aber wir wussten, wenn nicht einer weiß, dann er. Und wir hatten auch so eine Küche, da stand so gute Küche rund um die Uhr. Die hatten wohl mitten in der Küche so eine Standuhr, da haben sie drumherum gekocht. Und wir hatten damals einen finnischen Koch, der hieß Lasse Umrühren. Und der holt den Koch und sagt, probier mal die Suppe. Und der Koch, was ist denn, ist die zu heiß oder was? Probier die Suppe. Ist sie versalzen oder? Probier die Suppe. Alles klar, wo ist denn der Löffel? Ha, merkst du was? Und ich habe ihn geliebt, wirklich. Ja? Und ich habe über ihn ein Buch geschrieben. Eigentlich geht es um den Exit, weil Essen will aus dem Ruhrgebiet raus. Ist ja nicht klasse? Ist wirklich. Es gibt manche Gags, die ich nur für mich alleine empfinde. Der Exit, Essen will aus dem Ruhrgebiet raus. Das ist so klasse. Schade. Ja. Nein, ich bin ja fit. Ich war mit meiner Nichte noch beim Babyschwimmen. Bin froh, dass er dabei war, aber ich bin noch sehr unsicher, sag ich ganz ehrlich. Ne? Ja. Ich habe, wie gesagt, ein neues Buch geschrieben. Es geht auch so, ich habe Jesus gefragt, ob er geimpft ist. Und ich sage, ja, sagt er so, ja sicher. Ich sage, womit? Ja, Spritze. Er ist ein Typ, wenn der tanzt, geht der Bewegungsmelder nicht an. So ein ganz ruhiger Typ. Er ist die Lücke in der Polonaise. Ja. Der puzzelt die Sahara. Das ist ein Typ, der hat mal ein weißes Blatt kopiert, weil er einen Schmierzettel brauchte. Ja. Der macht mich fertig. Und was der alles schon gemacht hat, was hat der für Läden gehabt?
Was hat der gemacht? Valium für Zitterale. Änderungsschneiderei für Fahrradmäntel. Er hat wirklich meinen Chef gefragt, haben Sie hier Magnete für Spülmaschinen, weil mein Kühlschrank ist voll. Haben die den Katalog nachgeguckt. Gab es nicht. Apropos Katalog, der ging mal an so einem Geschäft vorbei, stand so PC für einen halben Katalogpreis. Hat er gefragt, was kostet denn hier ein Katalog? Der hat sich nur einmal in seinem Leben bewegt, wirklich. Ja, da ist ein Polizist hinter ihm hergerannt und sagt, bleiben Sie stehen. Sagt er, bleib du doch stehen, hier rennt doch keiner hinterher. Ja? Der hat Fußball gespielt, damals bei Spackschraube Krefeld. Ich sollte mir das Spiel angucken. Der holt mich ab zu Hause, der wirft mir Steinchen ans Fenster. Ich wohne parterre, hätte es auch klopfen können oder schellen. Ich komme raus, er soll einen Ballonseideanzug an. Ich sage, wo ist denn die Wechselwäsche? Hier habe ich drunter. Die waren nur zu 10, er war trotzdem Ersatzspieler. Kam in der zweiten Hälfte rein, hat auf der linken Seite gespielt, weil da stand der Bierwagen. Verlieren 0-8 gegen FC KW Frei. Sagte, ja, nachts sind alle Katzen draußen. Ich sage, ach so. Ja. Aber was er tatsächlich ganz gut konnte und was viele gut können, paar Witze, du gehst in die Kneipe, du willst einen Witz hören. Ja? Das ist das Schöne wieder, wenn die Kneipen aufhaben, du hast wieder Witze. Gibt so Witze, die haust du mal eben so durch, dass die Leute lachen. Diese kurzen, die Tür öffnen, Manuel, danke Manuel, wunderbar. Ja? Einfach nur durchziehen. Oder zwei Affen in der Badewanne, der eine so, und der andere Mann, Natur, war kaltes Wasser dabei. Ne? Oder im chinesischen Restaurant fragt einer so in Speisekarte, wie wird das ausgesprochen? Und der Ober so, Nummel 17. Das ist auf den Punkt. Besser geht nicht. Aber im Moment, es gibt ein paar Witze, wo ich sage, ja und dann, nö. Aber der ist klasse, pass auf. Ein Typ wird 40. Und ist total fertig. Ich denke so, mein Gott, ich werde 40. Ich bin jetzt alt. Ich muss was für mich tun. Er geht auf eine Sonnenbank, geht in eine Muckistube und so weiter. Ne? Und irgendwann geht er raus, einkaufen, fragt die Kassiererin so, ich will Sie gar nicht stören, aber für wie alt schätzen Sie mich? Und die Kassiererin guckt ihn an. Ja, schwer zu sagen, aber so 33, 34. Sagt, ha, ich bin 40. Oh, das sieht man ihn aber nicht an. Er total stolz geht nach McDonald's. Kommt auch da an eine Kasse und fragt die Kassiererin so, für wie alt schätzen Sie mich? Oh, schwer zu sagen, aber so 33, ich bin 40. Oh, Sie haben sich aber gut gehalten. Er total stolz, fährt mit dem Bus nach Hause. Neben ihm sitzt eine ältere Dame. Und er fragt die ältere Dame, ich will Sie hier gar nicht stören, aber für wie alt schätzen Sie mich? Und die ältere Dame, junger Mann, meine Augen sind nicht mehr so gut. Aber wenn wir früher rausfinden wollten, wie alt jemand ist, sind wir dem in die Hose gegangen, dann haben wir gefühlt, wie alt der ist. Und das hat immer geklappt. Würden Sie das bei mir auch machen? Ja, sicher. Er Jacke drüber, sie packt ihm die Hose. Sie sind 40 Jahre alt. Boah, das haben Sie gefühlt. Nee, ich stand bei McDonald's in der Schlange hinter Ihnen. Vielen Dank. Bleibt gesund. Markus Krill! Köln, Markus Krill! Vielen, vielen Dank. Ihr seht schon, hier wird das Mikrofon für die nächste Künstlerin aufgebaut. Man denkt erst, es wäre für Felix Lobrecht. Nein, aber es ist etwas niedriger. Wir haben eine junge Frau. Ja, guten Abend. Wir haben eine junge Frau, die ich jetzt begrüßen darf, die so ziemlich jeden Kleinkunstpreis in Deutschland gewonnen hat. Den Wuppertaler Wischmopp, das Hückes-Bagner Hackeball. Und sie ist von der kleinen Bühne gekommen, aber sie kommt jetzt hier auf die große Bühne, um euch zu verzaubern. Sie ist wirklich ein Genie, ich finde sie wahnsinnig toll. Sie berührt mein Herz und sie bringt mich zum Lachen. Bitte rastet aus für die unglaubliche Miss Ellie!
Köln. Wow, Leute, ich bin nervös. Ich habe vor einiger Zeit angefangen mit Musik machen auf der Straße und ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich jemals in einer 12.000-Leute-Arena Musik machen darf. Also vielen lieben Dank dafür schon mal vorweg. Vielen lieben Dank. So, ihr Süßen, da ich jetzt aber auch irgendwie die einzige Frau heute Abend auf der Bühne bin, brauche ich umso mehr Support von allen anwesenden Ladies. Also, Köln, wo sind die Frauen? Vielen Dank. Ich habe vor einigen Jahren in Australien gelebt mit einem heißen Australier zusammen. Ja, der war sehr heiß, danke sehr. Am Anfang lief das alles noch sehr gut und ich habe englische Liebeslieder en masse für ihn geschrieben. Und irgendwann lief es nicht mehr so gut und ich wollte auch darüber schreiben. So schrieb ich meinen ersten deutschen Song, damit er ihn nicht versteht. Und den habe ich heute Abend mitgebracht und ich singe ihn für alle anwesenden Frauen. Der Song heißt Schweinesteak Medium und ich singe ihn zu einer guten Fee. Ich wünschte, ich wär sein Computer, den fest er jeden Tag an. Ich wünschte, ich wäre sein Fernseher, seine Augen, sie kleben da dran. Ich wäre so gern seine Mutter, für die macht er, was sie sagt. Für mich rührt er keinen Finger, egal um was ich ihn frag. Köln, das ist jetzt die Stelle für Mitleid. Oh. Dankeschön. Ich wäre so gerne sein Sofa, auf dem liegt er ständig drauf. Oft wäre ich gerne sein Motorrad, denn streicheln, das brauch ich doch auch. Ich wäre so gerne sein Toaster, zudem ist er niemals gemein. Oft wäre ich gern seine Nase, da steckt er die Finger mal rein. Ich wäre so gern ein Fass Kölsch, er würde los heulen vor Glück. Wenigstens wär ich gern ein halbes Glas Bier, denn das lässt er niemals zurück. Ich wäre so gern der erste FC Kölle, denn den ist er immer treu. Doch zum Glück will ich nicht seine Boxershorts, denn die ist niemals neu. Liebe Fee, das ist, was ich mir wünsche, und ich weiß, es tut nicht Not. Doch ich wäre so gern sein Schweinesteak Medium, saftig, blutig, rot. Liebe Fee, das ist, was ich mir wünsche, und ich weiß, es tut nicht Not. Doch ich wäre so gern sein Schweinesteak Medium. Oh. Denn das liebt er bis in den Tod. Wow. Ihr Süßen, das ist echt ein nices Gefühl hier oben. Danke sehr. Für den nächsten Song möchte ich euch gerne mit auf eine Reise nehmen. In einen Schrebergarten. Stellt euch mal vor, wir gehen spazieren an einem heißen Sommertag in einem schönen kleinen Schrebergarten. Die Bienen summen. Es riecht nach frisch gemähtem Gras, vielleicht auch frisch gerauchtem Gras. Wer weiß, was die so treiben in diesem Schrebergarten. Und dann schaut ihr über einen kleinen Gartenzaun in einen Garten hinein. Und dann seht ihr ihn. Den oberkörperfreien Schrebergärtner. Durchtrainiert bis nach Düsseldorf.
ein Lächeln aus Honig. Er schiebt den Rasenmäher gekonnt nach links, von rechts. Und ein wichtiges Detail. Sein Schweiß glitzert in der Sonne auf der Haut. Habt ihr das? Auch die Männer. Gut. Ich habe einen Song für diesen Schrebergärtner geschrieben. Der Song heißt Du bist wunderschön. Und er hat einen Mitmachpart. Da brauche ich euch. Ich sag aber noch mal Bescheid. Lasst euch jetzt erstmal treiben von der Schönheit dieses Mannes. Bis heute oberkörperfrei, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich heiß. Mir schwitzen die Hände, mir schlackern die Beine. Ich stehe vor dir und starr dich an. Versteh nicht, wie man so viel Kraft haben kann. Deine Brüste sind größer als meine. Oh. Sonnenlicht, das achte Weltwunder bist du für mich. Du mähst in aller Ruhe das Gras und fährst durch dein Haar und lächelst mich an. Hoff, du merkst nicht, dass ich nicht wegsehen kann. Tu so, als tue ich irgendwas. Mehr. Ich schau dir sabbernd hinterher und schäme mich dann ein bisschen vor dir. Dein Blick sagt mehr als nötig wär. Du bist irritiert und das sogar sehr. Doch ich kann nichts dafür. Ich kann nicht, denn du bist wunderschön. Bist wunderschön. Die richtige Mitmachstelle. Dafür brauche ich eure Handylichter. Holt die raus. So, und da ich nicht alle Tage vor 12.000 Menschen auftrete, möchte ich, dass wir diese Mitmachstelle gemeinsam singen in einem riesengroßen Stadiongesang, den man bis nach Düsseldorf rüberhört. Kriegt ihr das hin? Köln! Seid ihr bereit? Doch mich ganz schön verführt. Ich kann kaum noch atmen, bin kurz vorm Ersticken. Köln, was reimt sich darauf? Was du so redest, das ist nicht so schlau. Doch du bist ein Mann und ich eine Frau. Brauchen nicht reden, können einfach nur von dir Fotos machen gehen. Köln, du bist wunderschön, bist wunderschön, bist wunderschön. Und jetzt nur die Ladies! Wunderschön, bist wunderschön, bist wunderschön.
gemeinsam. Seid ihr dabei? Du bist wunderschön, Köln. Es ist so wunderschön, dass wir wieder live spielen können. Das ist wunderschön. Ihr seid wunderschön. Ein letztes Mal zusammen. Let's fight! Du bist wunderschön. Bist wunderschön. Bist wunderschön. Und jetzt, Köln, kommen wir zum Headliner des heutigen Abends. Ja, ich weiß, bei manchen juckt schon der Thrombosestrumpf, manche müssen Pipi, lasst einfach lauchen. Heute wischen wir feucht durch danach, es ist uns egal. Selbst der Schreihals da oben ist ohnmächtig geworden, es ist so schön. Es ist so schön. Ich habe jetzt die Ehre, den letzten Mann des heutigen Abends anzukündigen. Ich habe schon ziemlich lange Reisen mit ihm gemacht, genau wie mit Felix waren wir auf Hörsaal-Comedy-Tour. Ich habe letztes Jahr mit ihm im Fernsehen gestrippt. Und das ist für alle Beteiligten hart. Er hat mir immer an meinen Hintern gefasst und gesagt, ich hätte den geilsten Göt. Und ich fühle mich beschmutzt, aber es war auch geil. Und es ist sehr schön, dass ich ihn jetzt hier auf der Bühne ankündigen kann. Er wird den Saal zum Beben bringen. Also auch durch Witze. Entspann dich. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Gebt jetzt alles. Für meinen Kumpel, für meinen Hörsaal-Buddy. Für meinen nackten Matrosen an meiner Seite. Rastet bitte aus für den letzten Künstler des heutigen Abends. Seid ihr bereit für den Headliner? Ja. Köln, dann kommt er jetzt und er ist hier zu zerstören. Faisal Kawusi! Alter, was haben wir heute für einen verfickt legendären Abend hier, Alter. Leck mich am Arsch, haben wir Spaß. Was passieren heute für Sachen? Ich hoffe, Basti tanzt nie wieder. Ich möchte das nicht nochmal sehen. Das war ganz schlimm. Was für ein Abend, Alter. Was für ein verfickter Abend. So ein geiler Abend. Gerade Miss Ellie, legendär. Ich finde aber, der Höhepunkt für mich an diesem Abend ist und bleibt für mich jetzt schon eine lebende Legende, Karl Josef, Alter. Der Typ ist King. Wahnsinn. Ich habe so viel Respekt vor ihm. Der Typ hat Eier. Und dann bekommt er auch noch Standing Ovation. Was eine Ironie. Ach Leute, wie geil. Es ist immer wieder ein Highlight, hier in der Lanxess Arena zu spielen. Es ist so ein schöner Anblick. Es werden Fotos gemacht, Videos gemacht, Bilder gemacht. Und dann landet alles auf Instagram. Mittlerweile tanzen die alle auf Instagram. Es gibt manche Leute, die sind so richtig besessen von Instagram. Ist euch mal aufgefallen? Das ist so krass. So vor allem die Teenies, die sind so voll into it. Wisst ihr, was ich meine? Deren Leben ist Instagram. Weil wisst ihr, ich bin auch gerne mal auf Instagram unterwegs. Ich like auch gerne mal hier und da mal ein paar Bilder. Und wenn ich dann so Bilder von Teenies like, die rasten komplett aus. Die drehen dann richtig durch. Weißt du, die schreiben mir dann Nachrichten. Die schicken mir dann Videos, wo sie dann sagen so, oh mein Gott, Faisal, du hast mein Bild geliked. Oh mein Gott, Faisal. Du hast mein Bild geliked, du hast zweimal mit deinem Daumen auf den Bildschirm gedrückt. So was Schönes hat noch niemand für mich gemacht. Faisal, wie kann ich mich jemals dafür bedanken? Wie kann ich mich jemals dafür erkenntlich zeigen? Wie kann ich immer zeigen, ich bin mir das verdient, Faisal.
Ich bin nicht überrascht, dass das in Köln sehr gut ankommt. Und was ja so am erfolgreichsten auf Instagram ist, sind ja so diese Insta-Bitches. Ihr wisst, was ich meine. Diese kranken Insta-Bitches. Und die sind wirklich krank, weil die haben ein Tourette. Denn sobald sie einen Spiegel sehen, müssen sie ein Foto machen. Wenn sie einen Spiegel sehen, müssen sie ein Foto machen. Egal, wo der Spiegel ist. Weißt du, auch so Tankstellen, Klo, Hintergrund, so Klo, bisschen mit bisschen Kacke dran, scheißegal. Foto muss gemacht werden. Oh mein Gott, da ist ein Spiegel. Ich muss ein Bild machen von meinem Booty. Ausfallschritt nach hinten. Das macht den Hintern größer. Oh mein Gott, da ist noch ein Spiegel. Ich muss ein Bild machen von meinen Apps. Das sind meine Apps. Ich habe keine Apps, ich habe App. Und die heißt Lieferheld. Und es gibt ja viele Männer, die fahren ja voll auf diese Mädels ab. Die finden das unfassbar sexy. Und ich muss sagen, ich finde die Frauen auch schön, aber es reicht nicht für mein Interesse. Wisst ihr, was ich meine? Weil was Frauen angeht, habe ich einen sehr, sehr merkwürdigen Geschmack. Ich habe da wirklich so einen kleinen Ödipus-Komplex. Ich muss euch erzählen, Leute. Ich stehe drauf, wenn Frauen kochen und putzen. Ich finde das sexy, wenn eine Frau kocht und putzt. Und wenn ich eine Frau sehe mit einem Staubsauger, bin ich so, du Güll, so. Oh. Hol den Filter raus, hol den Filter raus. Ich stehe einfach drauf, Mann. So, weißt du, andere Männer kaufen Sexpuppen, ich hab einen Saugroboter. Und ich renne mit auch hinterher, so kriege ich dich, dann fick ich dich. Ja, der ist echt flink, der kleine Bastard. Und jetzt während Corona war es ja so schwierig, irgendwo abchecken zu gehen. Weißt du, ich meine, wo kann man Frauen abchecken? Nirgendwo eine Chance. Wisst ihr, wo wir früher immer hingegangen sind? Wir sind in Clubs gegangen, feiern gegangen. Wo sind die Party-People hier in Köln? Wo sind die Party-People? Ich will euch hören. Ey, früher 18, 19, 20, ich habe mein halbes Leben im verfickten Club verbracht. Ey. Ich habe so viel Party gemacht, ich habe gefeiert, ich habe getanzt, alles gemacht. Aber wisst ihr, wenn ich mittlerweile in Clubs gehe, merke ich, viel hat sich verändert. Aber nicht die Clubs, sondern ich. Ich bin jetzt alt geworden. Leute, ich bin jetzt vor ein paar Monaten 30 geworden. Ich bin alt. Ohne Scheiß. Denn wisst ihr, was passiert, wenn ich mittlerweile in Clubs gehe? Ich... Danke, Mama. Dann wisst ihr, was passiert, wenn ich mittlerweile in Clubs gehe? So um 1 Uhr... Du bekommst auch Aufmerksamkeit. Alles gut, Besowski, beruhig dich. Ich glaube, das ist ansteckend, was er hat. Das überträgt sich gerade auf den ganzen Tag. Ist das, seid ihr jetzt, habt ihr euch jetzt erkannt von den anonymen Alkoholikern oder was passiert gerade? Ist das so euer Weckruf? Entspannt euch mal, Digga. Was ist los? Hey, Leute. Wisst ihr, was passiert, wenn ich mittlerweile in Clubs gehe? So um 1 Uhr werde ich müde. Und ich kann nichts dagegen tun. Um mich herum alle voll am Party machen, weißt du? Und ich mit drin. Jetzt so ein Ingwer-Tee? Ich bin zu alt geworden für den Scheiß. Weißt du, aber neulich hat ein Kumpel von mir seinen Geburtstag gefeiert im Club. Weißt du, und der ist 24 Jahre alt und seine Kumpels sind im entsprechenden gleichen Alter. Die haben die Energie, die haben die Power, die ganze Nacht durchzufeiern. Aber ich bin zu alt geworden für den Scheiß. Weißt du, ich meine, es wurde so 12 Uhr, halb eins, eins, halb zwei. Und ich wurde richtig müde und ich habe angefangen, so heimlich zu gähnen. Kennt ihr das, wenn man so heimlich gähnt und so aussieht, dann hätte man einen Schlaganfall? Ich meine, zwei Uhr, halb drei, drei. Ich wurde immer müder, ne? Aber ich wollte auch nicht so der erste Vollidiot sein, der die Party verlässt. Also habe ich an ein Phänomen gedacht. Kennt ihr das Phänomen, wenn man gähnt und andere Leute das sehen, dann gähnen die auch. Das war meine Taktik. Ich wollte die alle müde machen. Und dann steht da so ein 1,90 großer Afghane.
mitten im Club und mach den hier. Hat keiner gemerkt. Das heißt, ich musste plakativer werden. Ich bin vor die News rumgelaufen, so. Irgendwann hat einer gemerkt, dreht sich zu den anderen und sagt, Jungs, wir müssen gehen. Faisal hat Hunger. Da steht bitte fertig werden, ist das richtig? Bin ich schon so lange hier? Echt? Laber nicht. Ich bleib hier, was wollt ihr machen? Mich wegtragen? No chance, motherfucker! Und ich finde, Özcan hat schon angesprochen. Özcan hat, fand ich, vorhin sehr, sehr geile Sachen gesagt darüber, wie es ist, in Deutschland zu leben. Auch ich und meine Familie sind unfassbar dankbar, in Deutschland leben zu dürfen. Aber dennoch bekommen wir hier so Gegenwind. Es gibt so Parteien wie die AfD, Alter. Unfassbar, dass es so eine scheiß Partei gibt. Sogar meine Tante hat die gewählt. Aber weil sie dachte, das heißt Afghan für Deutschland. Das war ein kleines Missverständnis. Und ich muss sagen, ich kann ja eh nicht verstehen, wie man was gegen mich haben kann. Weil ganz ehrlich, Leute, ich bin der beste Kanake Deutschlands. Und ich kann es euch beweisen. Danke an die vier. Leute, wisst ihr, warum ich der beste Kanake Deutschlands bin? Ich bin so gut integriert, ich habe Laktoseintoleranz. Krass, oder? Next Level Integration. Und ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich schäme mich so ein bisschen wie so eine Laktoseintoleranz. Weißt du, ich meine, so ist das schon ein bisschen peinlich. Ich meine, du trinkst Milch und dann, pff, weißt du, was ich meine? Und wenn du zu viel trinkst, wirst du so. Und ich schäme mich dort ein bisschen für, weil, wie soll ich das jemals vor Gott rechtfertigen? Weißt du, was ich meine? Weil ich komme aus Afghanistan, aus dem Land der Mujahideen, der Krieger, der Kämpfer. Wie soll ich das jemals vor Gott rechtfertigen? Und guck mal, irgendwann kommt der Tag, da werde ich sterben. Ne, und dann komme ich in den Himmel und zwei Mujahideen gehen vor und dann fragt Gott den einen Mujahideen, du, woran bist du gestorben? Sagt er, ich habe mit einem Panzer gekämpft. Ich habe dem Panzer eine Kopfnuss gegeben, der hat mir in den Kopf geschossen, ich bin gestorben. Krass. Du, woran bist du gestorben? Ich habe mit dem Helikopter gekämpft. Ich habe ihn gefressen, der ist in mir explodiert, ich bin gestorben. Wow. Faisal, woran bist du gestorben? Joghurt. Das ist peinlich, weiß ich mal. Und so sehr ich es schätze, in Deutschland zu sein, muss ich aber auch sagen, ihr Deutschen könnt auch richtig dankbar sein, dass wir Kanaken hier sind. Weil ganz ehrlich, wenn es irgendwann mal Krieg ist, ihr könnt euch auf uns verlassen. Oder glaubt ihr, die Trottel von der Bundeswehr werden euch verteidigen oder was? Mit den Gewehren sich selbst erschießen, weiß ich mal. Also unsere Selbstmordattentäter bringen noch andere um, die Trotteln nur sich selbst, weil es ist richtig unnötig. Ihr braucht uns Kanaken, weil wir bringen die nötige Aggression mit rein. Weißt du, was ich meine? Wenn Krieg ist, so wir verteidigen euch. So, was willst du machen? Was, China? Was? Ich ficke dich! Ey, Harald, beruhig dich! Was, Lamm? Was? Ich habe die Auffassung, weil ich finde, die Deutschen sind das Volk der Dichter und Denker. Ein reserviertes Volk, was gegen Gewalt ist, was für die Ruhe ist. Der Klügere gibt nach, ist ein deutsches Sprichwort. Die Deutschen seid für Schlägereien nicht gemacht. Also wenn auch so ein Deutscher in eine Schlägerei reinkommt, der ist ja komplett überfordert. Wisst ihr, wie ihr Deutschen euch eine Schlägerei wehrt? Ihr sagt Hallo in verschiedenen Tonlagen. Hör mal zu, Freundchen. Mit mir sollst du keinen Ärger machen, denn ich kann auch... Hallo? Kannst du bitte aufhören, mich zu schlagen? Das hat wirklich... Hallo. Jetzt reicht's, aber jetzt werde ich Fuchsteufel... Hallo? Geht's noch? Und das Wort Hallo ist auch nur in Deutschland eine Drohung. Oder habt ihr jemals einen Polen gesehen? Dzień dobry. Oder ein Araber? Assalamu alaikum.
Schweizer wäre auch geil. Grüezi. Grüezi. Grüezi miteinander. Aber am besten wäre der Spanier, weil bei dem klingt so, als würde es ihm gefallen. Hola. Dankeschön, Köln. Gib mir deinen Gürtel. Oh. Ah. Boah. Köln. Oh. Ihr wart so geil. Ihr wart so ein geiles Publikum heute Abend. Vielen Dank erstmal. Es sind mittlerweile 10.000 Tickets für die nächste Nacht verkauft. 10.000 Tickets. Vielleicht ein Reicher von euch hat alle gekauft. Ey, nimm schon mal. Schön für Schwarzmarkt, Bruder, weißt du? Nein. Vielen, vielen Dank erstmal Köln, dass ihr hier seid. Die letzten 2 Jahre waren für jeden Künstler hart. Guck mal, jetzt hauen sie schon ab, weißt du, weil jetzt schön im Parkplatz, ne? Oder musst du kacken gehen, was ist los? Wenn die Schlange schon rausguckt, dann muss man halt. Das ist in Ordnung. Wir sind gleich am Ende. Macht euch keine Sorgen. Es ist so. Die letzten 2 Jahre waren für uns alle hart. Für alle Künstler, für die Menschen hinter den Kulissen, für die Kameraleute. Wir alle hatten keinen Job mehr. Und das war verdammt hart für uns. Für mich persönlich war die Zeit davor auch hart, weil ich hatte eine private Situation, die sehr schwer war. Meine Mama ist sehr krank geworden und ich habe mich um sie gekümmert. Und ich bin immer morgens zu ihr gefahren und habe nach ihr geschaut und bin abends auf die Bühne gegangen. Und dann haben mich Leute gefragt, wie kannst du das? Wie kannst du morgens zu deiner sehr kranken Mama fahren und dann abends Menschen zum Lachen bringen, obwohl dir nicht zum Lachen ist? Und ich habe dann gesagt, wenn man so eine Situation erlebt, sowas Persönliches, was jeder von euch vielleicht schon mal in der Familie hatte oder vielleicht irgendwann mal erleben muss, dann ist das, als wenn man alleine an so einem Rettungsboot hängt, im offenen Ozean und nichts um einen ist herum und man hält sich mit 2 Armen fest. Der eine Arm war bei mir meine wundervolle Frau, mit der ich so lange schon sehr glücklich bin, und meine Freunde. Und der andere Arm wart ihr, das Publikum. Die Leute, die zu meinen Shows kommen. Die Leute, die mir folgen auf sozialen Medien. Ihr habt mich auf diesem Ozean oben gehalten. Vielen Dank, ihr habt mein Leben gerettet. Ich danke euch, Köln. Es war ein wunderschöner Abend. Dankeschön. Und jetzt kommen noch mal die Künstler des heutigen Abends. Ich möchte, dass ihr eskaliert, Köln. Ich will, dass die Bude brennt. Für die Menschen, die euch heute unterhalten haben. Bitte gebt noch mal alles für Kristall. Meine kleine Baklava und einer meiner engsten Freunde, Özcan Kosa! Dennis Wolter und Felix Lobrecht! Den King of Witz, Markus Krebs! Die bezaubernde Miss Ellie! Und den Headliner des heutigen Abends, Faisal Kavusi! Ladies and Gentlemen, und jetzt möchte ich, dass ihr nochmal auswirkt für den Host des heutigen Abends. Mach mal Lärm mit dem Moment, Bastian Bielendorfer!
Dankeschön, Köln. Es war uns eine Ehre.